Auslegen. Also, so Lieben, herzlich willkommen von der Polaris Messe in Hamburg. Ihr seht schon, ich bin auf dem Gelände und bin gerade schon in der Halle, in den Messehallen. Und es ist schon einiges los und ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hoffe, es klappt alles. Technisch ist es ja immer so eine Frage. Steht das Internet, hält es? Falls ja, bitte gebt mir schon mal eine Nachricht rein und ansonsten gehen wir heute mal ein bisschen rum. Ich habe heute eine wunderbare Begleitung dabei. Ihr könnt sie noch nicht sehen, aber ich ziehe jetzt einmal kurz die Kamera um. Hier ist das Team vom NDR, die mich begleiten. Hallo, sehr schön gewunken. Sehr schön, das freut mich. Und die wollen heute so einen kleinen Beitrag von der Polaris machen. Und ich habe das Glück, dass sie Bock haben, uns zu begleiten. Also, das machen wir mal, schauen ein bisschen rum. Und ich hoffe, dass ich heute nette Menschen treffe. Vielleicht auch sogar die eine oder andere Person von euch. Und das wäre sehr, sehr schön. Also, Leute, gerne kommentieren, wenn ihr Fragen habt, reinballern. Und wir gehen einfach mal rum. Ja? Okay, schauen wir mal. Seid ihr damit fein? Ja, wir sind dabei. Sonst mache ich dir noch was Kurzes, aber so gehen wir einfach gut. Hallo Krug, ich verstehe dich gut. Kätzchen schreibt, es dauert immer am Anfang ein bisschen, ihr wisst es schon, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man bei Twitch einen Stream startet, da müssen die Leute erst rankommen. Also es dauert immer einen Augenblick, bevor da viel los ist. Aber wir schauen mal, hier ist schon der erste Gaming-Stand. Nintendo ist hier, seht ihr es? Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir direkt auf die Stände gehen sollten. Wir gehen einfach mal durch. Ja, ich weiß immer nicht, was man da so abfilmen darf und so, aber das ist hier alles entspannt. Was ist da los? Krogi, was ist denn los? Was ist los? Ich habe schon immer geträumt, dich zu treffen. Du hast geträumt, mich zu treffen? Jede Nacht feuchte Träume. Das ist ja eine schöne Begrüßung. Nee, eigentlich möchte ich mal mit dir Skateboarden gehen irgendwann. Ich meine, gehst du noch Skateboarden? Ja, ab und zu. Wo gehst du? Hier Kellinghusenstraße beispielsweise. Echt? Komm, da fahre ich noch vorbei, hab ich noch nie gesehen. Nee? Bist du denn da oft Skateboard fahren? Also, ja, du nimmst mich also zum Anlass. Aber nein, wir sind hier gerade im NDR-Team. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, klar, ist okay. Ja, siehst du. Ja, beim NDR habe ich viel Kontakt. Ich habe da ich war gerade beim NDR. Die haben in einer kleinen Pause ein Interview gemacht. Und wir saßen abends am Bier getrunken. Und die haben diesen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es ging voll auf Instagram. Du warst bei der kleinen Pause dabei bei dem Beitrag. Ja, ganz ja, das weiß ich. Alles klar. Muss mal ganz gucken, ganz gesehen. Ich bin derjenige, der sagt, so, oh, kleine Pause, Herz und Hamburg. So, jetzt sag ganz kurz was Gaming-mäßiges. Spielst du Videospiele oder warum bist du hier? Ja, tatsächlich. Aha. Ich zock eigentlich hauptsächlich Indie-Games und review die auch und so. Wo sind denn hier die Videospiele zu sehen? Hinter mir ist Nintendo, da ist Capcom. Ja, genau, es gibt so viele gar nicht. Aber du musst mal davor gucken, da ist so eine Indie-Booth noch und hier ist eine Retro-Arena. Wen ich immer noch suche, ist die Game City Hamburg. Okay. Ja, keine Ahnung, ich kann dir nicht helfen, aber wir fragen uns... Krogi, du kannst ja auch bei Knu da vorne ein Autogramm holen. Knu ist auch da? Ja, muss aber nur 2 Stunden Schlange stehen. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, tschüss, für dich jetzt wieder. Wir werden hier nicht lange stehen. Wo ist das, Krogi? Was ist denn? Was ist der Michael Krug bei dir? Hallo. Ja, das ist ja nur schön. Meine. Du streamst auch live, oder? Ja, gerade angemacht. Inception. Wie heißt denn das? Leute. Was willst du machen? Wo bist du denn live? Auf Twitch. Ja, hier auch. Wir sind auch live bei Twitch. Leute, kennt ihr die alle? Hallihallo. Was macht Sido da mit dem Mikrofon? Wer ist denn Sido? Wo ist denn Sido? Bist du Sido? Ich hab doch noch keine Maske. So, also welche Spiele, habt ihr hier schon was gezockt oder habt ihr irgendwie, weiß nicht. Mario Jamboree war geil. Da vorne bei Nintendo? Ja, Jamboree. Ja, gucken wir uns gleich an. Zu viel. So, immer schön weitermachen. Ich muss mich hier mal ein bisschen zurechtfinden. Tschüss. Alle nett hier. Alle nett. So läuft das immer ab bei RRL. Wirklich, so ist es immer. Du triffst Leute und dann ist es immer schön. Hier, das ist gut. Street Fighter. Street Fighter ist ein gutes Spiel. Damit wir mal ein bisschen Gaming sehen. Leute, hallo. Hi. Wer gewinnt? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele Button-Mashing. Ja, Button-Mashing ist immer gut. Wo ist denn Monster Hunter hier? Da ist Monster Hunter. Wir wollen zu Monster Hunter natürlich. Darauf freue ich mich nämlich. Auf Monster Hunter. So, einmal hier durch. Hallo, guck mal, Livestream hier. Grüß dich. Na, alles gut? Ja. Ja, das ist schön. Ist hier Monster Hunter oder was? Die Leute fragen schon. Ich will schon gucken. Ja, komm, dann gehen wir da einmal durch. Komm mit, ich zeig euch mal ein geiles Spiel. Komm mal mit. Hier. Darauf freuen sich nämlich alle. Auf das neue Monster Hunter. Bestimmt. Oder? Ja, Monster Hunter ist geil. Bockt jetzt schon? Bockt übelst.
mehr braucht man nicht sagen. Nee, also wie lange spielst du schon? Jetzt gerade 10 Minuten oder so. Ich glaube, die Version, ich glaube, du kannst eine halbe Stunde spielen, glaube ich. Ja, halbe Stunde. Oder 5 Minuten hätte ich getippt. Ja. Aber kommst du schon gut zurecht? Ich komme gut zurecht. Hast du die Vorgänger gezockt? Ja. Ja, gut, dann kommst du zurecht. Hat sich nicht viel geändert, aber immer noch gleich geil. Bei Monster Hunter muss man. Ja, was macht man bei Monster Hunter? Kannst du kurz erklären? Ich Monster weiß Hunter. Ja. Ganz einfach. Das ist es, ey. Wirklich immer nur die dicken Monster das slayen. Ja. Und kaputt machen. Deswegen spielt das ja auch. Ja, siehst du, alle gut drauf. Macht weiter. Wir gehen hier aber aus der Schlange raus. Ja. Dann sind wir hier gefangen. Sorry. Dann sind wir hier gefangen. Siehst du? Tschüss. Ah ja, okay, du willst das hier. Wir verwirren so ein bisschen. Ja, ja, okay. Nee, kein Problem. Kann ich genauso handeln. Dann gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, ich habe hier auch wenig Orientierung, weil ich hier zum ersten Mal bin, lieber Chat. Aber wir kriegen das schon geregelt. Wir kriegen das schon. Die Stimmen kenne ich so auch. Das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde von Dr. Freud auf der Bühne. Das wusste ich gar nicht. Gehen wir da gleich hin. Wir gehen einmal hier im Kreis. Hier ist Merch. Polaris Merch. Wollt ihr mal sehen, Chat? Hier der Polaris Merch. Ja, ist doch auch ganz nice. Und Gronkh Merch. Das ist ja nur geil. Grüße an Erik. Hier geht's. Bitte? Nee, du störst nicht. Nein, nein. Ja, ich wollte nur mal sagen, hallo sagen, weil. Hallo? Ich bin Rocket Beans hier. Ja, guck mal, oder? Ja, Chris. Ja, worauf wartest du denn? Ich warte hier auf nichts. Ich bin hier bei Monster Hunter Wilds auf der anderen Schlange. Ach so. Ich kann nicht nur vorbeilaufen. Ja, da war ich doch gerade schon. So, aber was ist das hier für eine lange Schlange? Ey, frag mich nicht. Also, worauf wartet ihr? Auf was? Bitte? Ach, Gnu. Ach, Gnu sitzt da hinten. Ah ja, okay. Das ergibt Sinn. Okay. Du hast dich zufällig einfach hingestellt. Nee, ich bin einfach dir hinterhergerannt. Ja, sehr geil. Schlange zu nix. Ja, dann kannst du mal den Chat grüßen, wenn du magst. Servus Chat, also gönnt euch das hier, Polaris ist mega. Guckt euch ganz viele Videos an, ganz viele tolle Gäste und Krugmann ist da. Juhu. Also was will man mehr? Ja, das ist ja nur schön. Ja. Guck mal, kennst du den Mann? Nee, das ist Alea. Hallo Alea. Und hier Eduard Laser ist auch da. Natürlich. Ja. Oh, grüß dich, erstmal, schön dich zu sehen. Oh, mein Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich gebe dir mal ein Mikrofon. Ja? Alea ja, von Saltatio Mortis ist da. Ah. Ja, der hat immer Bock. Der hat immer Bock dabei zu sein. Aber gerne. Oder? Wir gehen mal hier ein bisschen rum, wenn aber du Lust hast. Ich störe euch auch nicht weiter. Nee, störst auch nicht. Ich habe mich gefreut. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns später. Wo sehen wir uns denn? Oh, tschüss. Ich laufe hier und da mal rum. Ja? Bist du heute wieder am Eduard Laser Cosplay? Ja, natürlich. Ich suche auch mal. Ich habe ihn leider noch nicht gefunden. Eduard Laser, bestes Cosplay. Ey, alle wild. Ja, komm, gehen wir ein bisschen spazieren. Ich suche irgendwo noch ein Ansteckmikrofon für dich. Ich habe immer eigentlich für alle Fälle eins dabei. Man hört dich sonst auch so, keine Sorge. Aber ich habe es mir doch extra irgendwo hingetan. Wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Bisschen müde, aber jetzt war schön in einem Zug durchgefahren. Ich bin gespannt, ob die Leute. Wir brauchen ein paar Herzen. Wir brauchen ein paar Herzen für Alea. Das ist Mark Forster. Er ist doch nicht Mark Forster. Du hast doch gar keine Ähnlichkeit mit Mark Forster. Nee, wirklich gar nicht. Komm, wir haben schon 480 Leute da. Guck mal. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf der Polaris. Du warst letztes Jahr wahrscheinlich auch hier. Nee, ich war noch nie da. Aber wo gehen wir denn hin? Ich hab keine Ahnung. Wo gehen wir denn hin? Wer ist denn da? Ich bin dir nachgelaufen. Gnu, wo ist sie denn? Da vorne? Ja, die wollen wir sehen. Ach, da ist sie ja, guck mal. Da ist sie doch. Ja, da willst du doch mal Hallo sagen. Wir sagen jetzt Hallo. Wir sagen dir jetzt einmal Hallo. Das muss ja wohl sein. Grüße. Wir überraschen die jetzt mal kurz. Ganz kurz, ja? Komm, du musst vorgehen. Du kennst sie doch gut. Du gehst jetzt vor. Aber das ist doch völlig unten. Nein, du sagst ganz schnell Hallo. Und ich filme dich. Du sagst nur schnell Hallo sagen. Doch, das ist gut. Sowas macht man immer. Sowas macht man. Er musste auch nicht. Die nimmt sich gerade so viel Zeit. Nee, pass auf, dann gehen wir. Ja, die hat ja gerade ein Meet and Greet mit ihren Leuten, hat gerade. Ja, guck mal die Schlange an, die hat richtig was zu tun. Die steht ja hier bis heute Abend. Ist ja, Jasmin hat so eine absolut krasse Transformation gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Okay. Das letzte Mal, wo ich mit ihr zusammen Zeit verbracht habe, hat sie mich noch gelobt, wie fit ich bin mittlerweile. Ich bin sowas von abstinkend. Ja, ne? Keine Chance mehr. Ist krass. Ich habe sie auch in. Die hat jetzt auch so Fernsehwerbung. Irgendwas? Echt? Ja, ja. Für kein Fernsehen. Schade, das tut mir leid. Fernsehen ist super. Ich gucke natürlich Fernsehen. Ja, dann lassen wir sie in Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, oder was sagt der Chat? Das ist ja eigentlich immer die Frage. Ah. Wenn der Chat das will,
Sollen wir hier einmal Hallo sagen? Ich weiß nicht, was sagt der Chat? Kurz zur Blue Man Group geworden? Ach, wieso? Ich verstehe den Chat heute nicht. Ich glaube, weil wir im blauen Licht stehen oder warum? Ah, so, ja. Ist ja alles. Also wenn uns hier keiner anstachelt, dann machen wir jetzt keinen Quatsch. Ja. Dann ich möchte nicht, dass bei den Leuten komisch ankommt oder sowas, weil die stehen ja alle an. Die stehen alle an. So wir können nicht so assi sein. Und Jasmin hat gemeint. Aber warte, ich frag mal ganz kurz. Kurze Frage. Wie lange wartest du schon? Vielleicht 20 Minuten. Ungefähr. Ach, 20, das geht doch. Das geht doch alles. Ja, dann ist doch okay. 20 Minuten warten die bloß. Das ist ja nix. Mach eben ein Foto. Komm, mach ein Foto eben. Alia wird hier auch gefeiert. Chat feiert es auch. Stark. Jörg ist aufgeregt, schreibt der Chat. 500 Leute jetzt schon, das ist schön. Wie geht's dir? Ein bisschen müde von der Fahrt. Was ist denn alles gut? Kann man Kaffee oder sowas? Komm, wir haben keine Zeit. Sag der Jasmin ganz lieben Gruß. Ja, von Alea und von Krogi. Ja, danke schön. Musst du machen, ja? Kein Ding, mach. Alles klar, danke. Tschüss. Da sind wir aber jetzt mal ganz nett. Ja, du kommst in die Mitte. Genau. Du kommst in die Mitte. Warte so. Okay, wann machen wir eigentlich mal unseren Musikstream? Dass du Drums ich weiß es nicht. Komm, mal ein bisschen neigen. Neig mal ein bisschen. Ja. Super, danke. Gerne. Alle happy. So, jetzt gehen wir hier weiter. Wir sind ja gerade hier in Begleitung vom NDR. Die folgen uns gerade. Hallo. Alea, komm mit drauf. Hier, ich komme hier hin. Warte. Alea, hier ist Platz. Hier ist Platz. Schön lächeln. Das sieht ein bisschen nach Urlaub aus, muss ich sagen. Ein bisschen Urlaubsbild. Hat mir gut gefallen. Ja, klar. Super. Wunderbar. Danke. Viel Spaß euch. Ja, ganz viel Spaß. Ist doch wunderbar. Mein Ernst? Oh, was ist das? Ach, guck mal. Der hat gerade ein Album dabei. Das ist ja unglaublich. Ja, okay. Das einzige ist, dass wir dieses Album haben. Krogi von Rocket Beans unterschreibt. Warum nicht? Ja, okay, dann bin ich der Stein. Halt das mal. Ich möchte der Stein sein, oder ja? Bist du rot? Nee, ich nehme rot. Ich bin der rote Stein. Guck mal, wenn er das schon erlaubt, ist das nicht geil? Dann bin ich hier. Guck mal, Alea und der Fels. Super, vielen Dank. Der Fels in der Brandung, der kann man dich aber eigentlich wirklich auch nennen. Nee, ja? Das weiß ich nicht. Weiß, aber finde ich nett. Ja, klar. Komm rein. Komm rein. Ja, komm. Alles gut. Die Wartezeit mit. Soll ich machen? Ja, bitte. Der mit. Das ist ja nice. Hi. Ich wollte auch einmal kurz noch ein Foto fragen. Ja, klar. Ja, klar. Was? Bitte schön. Gleich nochmal? Gleich nochmal. Nochmal eins. Alles für dich. Dankeschön. Danke, wünsche ich euch ja, auch. Dankeschön, tschüss. Wollen wir mal... Ja, wir machen auch ein Foto. Ich finde das ganz gut, dass die Warteschlange von Gnu auch unsere Warteschlange ist. Das ist gut. Komm in die Mitte. Es ist total abgefahren. Ja, ey, warte. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Es ist so total abgefahren. Ich habe normalerweise... Alter. Schau. Da will ich dich auch drücken. Da will ich dich auch drücken. Es lohnt sich sowas von. Mit ihm zusammen hab ich Rockhart erlebt. Wir dürfen nicht so viel sagen. Es war super geil. Ja. Also war richtig geil. Geiler Typ. Aber, ja, klar. Ja, schön, dass ihr euch wieder trefft hier heute. Wir gehen jetzt zur Bühne. Wir gehen zur Bühne runter. Wenn du Lust hast, kommst du mit. So, also keine Ahnung. Ja, gut, da kommst du einfach nach. Wir gehen mal zur Bühne runter. Ja? Alles klar. Darf ich ein Foto mit dir machen? Ja, also es gibt im Moment gibt es nur Gruppenfotos. Ja, komm, dann komm in die Mitte. Komm noch hier hin. Kannst du ein Foto machen? Super, danke dir. Im Moment gibt es nur Gruppenfotos. Im Moment Gruppenfotos. Profi dabei. Schaut's hier. Hier ist er, hier sind wir. Das geht ja nur ab hier. Sie ist ein Fan von eurer Band. Bitte? Sie ist ein kompletter Fan und ich bin Fan. Dann habt ganz viel Freude. Oh, ist das nice. Alles Gute. Tschüssi. Ciao, ciao. Alle so nett.
alle so nett hier. Ich liebe das. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ne? Ich dachte hier, ich komme hierher und ja. Könnt ihr bei Gnu Grüße von Alea und Krogi ausrichten, bitte? Ja. Wiederhol mal von wem? Von Alea sollen wir Grüße ausrichten. Und von Krogi, ganz wichtig. Ja, Alea und Krogi, beide. Ja. Beide, ganz wichtig. Ja, nochmal? Von Alea und Krogi. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Ganz wichtig. Das müssen wir jetzt immer sagen. Bitte? Ich glaub, Foto machen, oder ist das schlecht? Ja, komm hier rein hier. Komm rein. Komm in die Mitte. Musst aber in die Mitte. Ja. Oder kommt beide in die Mitte. Kommt beide in die Mitte. Können wir das hier andrücken? Stopp. Kommt beide in die Mitte. Super. Gehen wir da durch, Alea? Ja. Da zur Bühne? Können wir vielleicht Foto mit dir haben? Ja, ja, natürlich. Wenn ich abbrauche, passt das T-Shirt. Ja, komm. Ja, komm, einfach in die Mitte. Einfach in. Ja, komm, wow. Okay, wow. Profi. Profi-Equipment. Ja, super. Sehr gern. Das hat heute so ein bisschen Gamescom-Vibes. Das gefällt mir. Ja, sehr schön. Ich bin ja noch nie hier gewesen auf der Polaris. Du hast es eben schon selber gesagt, du auch nicht. Und ich war überrascht, wie voll es heute ist an einem Freitag. Das habe ich nicht gedacht. Ja, abgefahren. Ne? Und ich meine, heute ist ja so der erste Tag irgendwie. Ja, das meine ich ja damit. Das ist wirklich Hammer. Es ist wirklich toll. Und viele, wie immer, nette Menschen. Soll ich dir was abnehmen, mein Lieber? Gerne. Es gibt heute nur In-Stream-Fotos mit Krogi und mir. Ja, dann komm rein. Dann komm hier rein. Meine Freundin ist eine Wir haben einen Kumpel von mir, den Kassel. Hallo. Ja, ihr kommt alle mit drauf. Alle mit. Komm in die Mitte. Alle drauf. Chat, hier ist was los. Was machst du denn hier? Ja, ich mach so hier. So ein weiter Weg. Hier, sag doch mal Hallo. Sag doch mal Hallo bei den Leuten. Welcher Chat, deiner oder ihr Bildungschat? Das ist der Krogmann-Chat. Hi, Krogmann. Der Gute. Der gute Krogmann-Chat. Das mit 25 Anniversary von No Ray for Boobies. Wann war das gestern? Ja. War voll geil. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut. Nein, warum gehst du jetzt weg? Ja, weil, das war doch ein Lob an dich. Ich hab's auch als Lob verstanden. Ja, aber du in dem Moment drehst. Ich hab den Chat dazu geholt, dass die uns sehen. Ah, so oder, sorry. Also Chat, könnt ihr uns sehen? Oh Gott. Könnt ihr uns, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich bin im Fernsehen. Kommt ihr? Ja, mit Jared. Wir wollen einmal zu der Bühne. Was macht ihr hier? Ach, hier gibt's Tattoos? Ja. Alea, hier gibt's Tattoos. Die Leute lassen sich hier tätowieren. Hi. Das ist schwer durchzukommen. Wir haben eigentlich jetzt schon genug Material. Wir haben wirklich super viele gute Sachen. Ja? Vielen Dank. Seid ihr Hammer? Wir müssen dich nur kurz entkabeln. Ja, ey, halt mal bitte. Ich kann live dabei filmen, wie wir dich entkabeln. Ja, gerne. Das ist super nett. So. Es tut mir leid, dass wir nicht viel sehen konnten. Ja, das war super. Also wir haben ja davor schon super viel gesehen. Das schneiden wir dazwischen. Das habe ich auch nicht. Du bist mit dem menschlichen Aspekt, weißt du? Ja, das schon. Hauptsache Leute sind glücklich, oder? Ja, das wird. Wir haben dann quasi dich so ein bisschen als Klammer, also ich zeige dich dann mal am Anfang und am Ende wahrscheinlich. Ja. So ein bisschen als Klammer und zwischendurch, aber wahrscheinlich am Anfang ein kurzes Statement, Ende kurzes du machst, Statement wie das und zwischendurch passt. So den Rest. Hauptsache, man hört ja auch hier Chat, man hört ja alles mit, die sind ja transparent. Hauptsache, du bist happy und kannst damit was anfangen. Ja, auf jeden Fall, das war gut. Okay. Grüß mal die anderen Beans. Mache ich gerne, mache ich sehr, sehr gerne. Das kann man gut das machen, wir müssen gleich einen Schnitt schon, deswegen ja, nehmen wir ist ja auch, ihr habt ja auch gemerkt, wir sind ja nur 10 Meter vorwärts gekommen gerade. Ja, ja. Und, ja, war gut, wir haben schon ganz aber viel ist ja auch ganz, gedreht. Ist ja auch ganz schön. Herzlichen Dank. So, schönen Tag euch. Toll, toll, ja, danke schön. Schönen Tag dir. Dir auch. Liebe. Ja. Alter, bis bald, mein Lieber. Also, tschüssi. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Danke für den Ebenso. Ist ja nur herrlich. Weißt du, such mal dein Mikrofon. Warte. Ich suche dir ein Mikrofon. Ja. Ja, den gibt's halt noch nicht, ne? Den gibt's aber bald. Wo ist der her? Das ist meiner. Das ist mein Merch. Ach, voll geil. Hier, Papa, jetzt kriegst du ein Mikrofon. Ich mach das mal. Jawohl. Hier ist doch schön, oder? Ja, das ist super. Krogi, kennst du Laserless? Laserless kenne ich, ja? Ja. Laserless! Hallo, wie schön ist das denn? Aber ich kenne die Menschen ja alle nur digital. Ja, genau, so, das ist doch schön. Weißt du? Und dann gibt es ja auch noch ein echt, das ist ja Hammer. Und jetzt ich auch, hallo, grüß dich. Genau, hallo, und jetzt wollte man das mal, ich das mal richtig machen. Hi, Rio. Rio? Rio. Freut mich sehr. Rio. Ah! So, jetzt schauen wir mal. Alles klar. So, jetzt frage ich mal einmal. Japanisch kann ich nicht, ich kenne nur ein bisschen Chinesisch. Guck mal da, wer da ist. Chinesisch war es Long. Was? Long. Ist das nicht Maggie? Ja.
Oder? Also der, jetzt muss ich kurz den Chat fragen. Chat, könnt ihr mich sehen? Ich habe Angst, dass der Chat den nicht sieht. Weil die Drachen in China. Ihr habt lange euch um Fans gekümmert, ne? Ihr habt euch lange um Fans gekümmert, sei ehrlich. Unser Zeug, dann gibt es einen schwarzen, weißen, hallo. Hallo. Blauen und roten. Hallo. Warum Gold schreiben die nicht? Guck mal, was, auch was noch, soll das hier? Was ganz das, da ist doch, das ist doch kein echtes Bild. Cody, da ist Cody, guck mal. Oh, ja. Cody. Schön, dich zu sehen. Jetzt möchte ich Folgendes haben. Kannst du mir einen Gefallen tun? Pass auf, ich habe hier so eine Superfoto-App. Kannst du einmal mit dieser Superfoto-App und du hörst einmal den Stream. Alea, kommst du einmal ganz... Wollt ihr dazukommen? Hier mit Maggie? Mit Polaris Maggie einmal ein Foto machen, kommt alle dazu. Maggie in die Mitte, kommt alle einmal, ja genau, kommt alle rein. Jetzt machst du ein schönes Foto von uns. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Hallo, kommt noch meine Freunde. Ach so, jetzt müssen wir nochmal. Reiht euch nochmal ein. Ja, danke schön. So, was machen wir denn jetzt Tolles? Hi erstmal. Hi erstmal, ich bin's, der Alea von dieser bekannten Band. Was? Ja. Guck mal, das ist voll das schöne Bild. Keiner kennt sie. Mal. Das ist die Band. Das ist die Band, ja, guck mal, wie mit schön das ist. Namen, den sich keiner merken kann. Was? Kannst du mir ehrlich antworten, wie schön das Bild ist? Genau, ich hab dir das voll schön gefragt. Ja, gefällt mir richtig gut. Also, du bist Maggie. Wer bist du? Aha. Okay, und du? Eigentlich war das dumm. Eigentlich hätte ich dich fragen müssen. Wir kennen uns. Ja, eigentlich, aber als Cosplay. Also das ist Vi, ja, aus der Serie Arcane, sobald die zweite Staffel kommt. Ja, warte. Und das, ja. Und das ist KDA Evelyn aus Liga der Legenden. Ja. Ja. Geil. Ja, ja, weil sie es halt kann. Cody ist einfach, ich glaube, für alle, die es nicht wissen, und du weißt es vielleicht auch noch nicht, Cody ist wahrscheinlich, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, aber eine der krassesten Cosplayerinnen aller Zeiten, weil Cody, pass auf, ich kenne euch noch nicht so gut, lass mich über dich jetzt reden. Ihr könnt ja gleich das, ja wirklich, Cody gibt sich so viel Mühe bei ihren Projekten und das ist, oh komm her, und das ist einfach schön und das finde ich einfach richtig toll. Ist doch so, oder? Ja, absolut. Siehst du? Und alle, ich bin auch ein großer Fan von dir. Riesenfan. Großer Fan von euch. Ey, das ist ja nur, das ist ja nur Sweet gerade. Ey, das ist ja, ey, ich finde das Hammer. Ihr seid live dabei. Jetzt sagst du mal was. Wie schön ist es? Sag ich mal was, ganz einfach. Leute, an alle die Cosplay-Szene immer noch als irgendeinen Quatsch von ein paar Verrückten abtun. Weißt du was? Oder irgendwelche anderen Mittelfinger hoch. Ganz genau. Ey, Mittelfinger hoch. Denn. Das ist doch mein Part. Ja, Mittelfinger hoch. Die Cosplay-Szene, ich bin jetzt seit 5 Jahren mit dabei in der Cosplay-Szene und ich habe hier unfassbar kreative Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe Menschen kennenlernen dürfen, die eine Sache sehen in irgendeiner Serie oder in einem Spiel oder in irgendwas und sich dann Gedanken machen, wie kann ich das funktional umbauen? Und das ist so viel mehr Arbeit, als sich zum Beispiel nur hinzusetzen und zu sagen, ja, ich mache ein Charakterbild, weil... Dem Computerspielhelden, dem fällt das Schwert nicht vom Arsch, wenn er sich schnell bewegt. Aber wenn du irgendwie das nachbaust, dann gehört eine ganze Menge dazu. Du musst verstehen, wie du überhaupt dich in Rüstung oder sowas bewegen kannst. Gerade jetzt zum Beispiel, du hast die Schulterplatten gemacht. Mit was hast du sie aufgesetzt? Mit Klettverschluss. Ja, aber das ist zum Beispiel, der Klettverschluss zum Beispiel eine super Möglichkeit, wenn du gerade mit Foam-Sachen arbeitest oder sowas. Bei Leder ist dann schon wieder rum. Ja, da funktioniert das nicht. Eher schwieriger, ja. Aber deswegen, die Ideen haben, etwas funktional umzubauen und das auch noch so, dass man es bezahlen kann, weil ich habe noch keine Cosplayer kennengelernt, die nicht irgendwie zu den Top 10 gehören in Deutschland und Geld haben. Wichtiger Punkt, das kostet alles Schweinekohle. Das ist alles nicht nur Zeit, nur Hingabe, das kostet doch alles Geld. Ich hab mal gehört, irgendwie typischer Spruch eines Cosplayers. Ja. Ja, du musst darauf antworten. Du antwortest direkt auf den Spruch. Ja. Immer an der Nadel, ständig auf der Suche nach Stoff und niemals Geld. Genau, ja. So sind Cosplayer. Genau deswegen habe ich in meiner Werkstatt ein riesiges Lager an Reststoffen aus Wohnungs- und Werkstattauflösungen oder von der Oma, damit ich mir all das spare. Ja, klar.
Voll geil. Das ist auch bis auf den Lederstoff alles recycelte Stoffe. Das ist insane. Ich habe da nichts neu kaufen müssen. Wirklich. Ja? Ja, das ist auch so eine Sache. Leute, wenn ihr anfangen wollt, Kostüme zu machen und wenn ihr zum Beispiel echt Leder nutzen wollt, jetzt bin ich gespannt. Dann schaut mal ganz einfach, wo bei den nächsten Entrümpelungen oder irgendwas Sofas stehen. Diese dicken alten Sofas, die es gibt, die haben bis zu so dicken Leder drauf. Daraus kannst du alles bauen. Das ist richtig geil. Warum denn nicht? Strip die Sache. So, jetzt eine Gegenfrage. Ich fange mit dir an. Wie lange hast du für das Outfit gebraucht? Um die 130 Stunden. Weiter? Also ziemlich schnell. Ich kann das nicht greifen. Einmal Mikrofon weitergeben. Wie lange hast du gebraucht für dein Outfit? Da ich fast zivil da bin, ist es nur die Wig. 2 Stunden. Okay, super ehrlich, sehr geil. Super. Und bei dir? An sich, das Kostüm haben wir vor 3 Jahren gemacht. Da haben wir das... Also 3 Jahre? Nein, vor 3 Jahren haben mein Team und ich da eine Woche für gehabt. Das ist schon krass. Aber also wir haben 2 Stunden geschlafen, wenn überhaupt, pro Nacht. Ja, glaube ich. Und du hast sie aber jetzt noch ein bisschen getuned. Genau, also die Perücke war das Aufwendigste, weil die letzten Jahre hatte sie lange Haare, jetzt hat sie den Dutt. Ja, okay. Das war so Tagarbeit. Genau. Und vor allem saß ich dann da, weil die Haarspuren sind mit einem Haarreif befestigt. Und dann saß ich da und war so, scheiße, ich kann den Haarreif jetzt ja gar nicht mehr unter den Haaren verstecken. Jo. Was mache ich denn jetzt? Stimmt, ja. Aber es ist gut geworden. Also es hört sich gerade so an, aber ey, du machst das immer, Killer. Und ich möchte einmal kurz ein besonderes Augenmerk auf die Boots legen, denn die Boots sind ja wohl insane. Und wir haben uns eben schon kurz getroffen, da ist mir das direkt aufgefallen, ich möchte es kurz nochmal erwähnen. Und da hast du gesagt, ja Achtung, ich weiß nicht, kann man das verraten? Ja, das ist ja dein Beruf. Du kannst doch einfach sagen, wie du die Boots gemacht hast, oder? Oder ist das ein Geheimnis? Ich will jetzt nicht so wegnehmen. Nein, natürlich. Weil da gibt's ein Geheimnis. Ich dachte gerade, was für ein krasses Geheimnis. Ja, das ist das krasseste Schuhgeheimnis von Cody Cosplay, jetzt hier revealed. Dieses Geheimnis brachte mich zum Weinen. Also das Ding ist, das sieht halt aus wie ein großer Schuh. Ja. Aber eigentlich ist das ein kurzer Schuh und zusätzliches Kunstleder, was man in einer zweiten Schicht drüber gepackt hat. Wie insane ist es? Wow! Oder? Völlig, seitdem ich das weiß. Ich muss Tränen vergießen. Sehr schön. Was gucken wir uns heute hier alles an? Alea war noch nie hier, ich war noch nie hier. Du bist Polaris Supermaskottchen. Eigentlich bist du Cosplayerin, aber man muss, glaube ich, bei einer Messe schon sagen, dass es ein Maskottchen ist, oder? So ein bisschen? Na, es ist auf jeden Fall ein Maskottchen. Gut, ich wollte nur nichts Blödes sagen. Dann ist es gut. Das tust du mal. Also, was können wir uns hier noch angucken jetzt? Also, es ist zwar nicht heute, aber ich freue mich besonders auf den Cosplay-Wettbewerb morgen. Seid ihr dabei? Cosplay-Wettbewerb? Morgen. Ja? Zuschauen. Okay, sind Sie das dabei? Das würde ich euch sehr empfehlen. Wie viel Uhr und wo? Da fragst du mich jetzt alles zu viel. Alles klar, googelt die Scheiße doch selber. Genau, da drüben auf der Stage. Okay, ja, das ist ja mega. Ja. Okay, und da bist du in der Jury wahrscheinlich? Nee, die ist ja nicht. Ich bin auch beim Zuschauen dabei. Okay, ja. Und dann bist du eigentlich immer in der Jury? Ja. Ja, dachte ich. Ich habe immer Videos gesehen, wo du in der Jury sitzt. Ja, aber dieses Jahr ist ein bisschen entspannter, da freue ich mich auch. Ist ja auch eine Und das ist gerade schon Remy, da gehen wir mal hin. Vielleicht machen wir noch eine Kleinigkeit. Und zwar könnte jeder von euch Leuten, die jetzt sagen, so, ey, ich habe vielleicht auch mal Bock anzufangen mit Cosplay. Was ist der erste Schritt? Was ist der erste Schritt und wie nimmt man sich die Angst, dass das, was man tut, einfach nicht ausreicht? Weil ich meine, das ist ja so ein typisches Ding bei Cosplay. So, ist das gut genug, was ich hier gerade gemacht habe oder sowas? Wie gingst du damit um? Kannst du den Leuten mit was auf den Weg geben? Boah. Also ich kenne das auch ganz, ganz doll, dass diese Gedanken und Ängste immer wieder aufkommen. Ich glaube, was mir da am besten hilft, ist einfach wirklich aktiv auf Messen zu gehen und mich auch mal wieder mit Leuten zu connecten, zu reden und dann auch so zu merken, hey, eigentlich geht es gar nicht darum, dass man das beste Kostüm hat, dass man irgendwie Likes online hat oder so oder Follower, sondern darum geht es, Leute zu treffen, eine gute Zeit zu haben, Spaß zu haben, sich zu verkleiden oder was anzufertigen. Genau, und sich darauf wieder ein bisschen zu besinnen. Das hilft mir immer ganz toll. Vielen, vielen Dank. Meine Erfahrung war immer, auch weil du gesagt hast, Leute ansprechen. Wenn du Leute aus der Szene ansprichst, hast du schon mal jemals eine blöde Antwort bekommen, wenn du gefragt hast, ey, wie hast du denn das und das gemacht? Boah. Ich glaube nicht. Also ich auch nicht. Ich auch nicht. Deswegen, Leute, habt da keine Angst, Leute zu fragen. Okay. Hier, genau, antworten. Wiederhol die Frage. Genau. Dein Tipp für Leute, die mit dem Cosplay anfangen wollen und sagen so, ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue, ob ich es machen soll. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Ich würde ihnen auf den Weg geben, dass sie sich an Freunde richten, die das auch machen. Oder über Chatgruppen Leute finden. Es gibt Cons wie die CraftingCon in Dresden, die gerade sowas anbietet, dass man neu in dieses Ding reinsteigen kann. Alles gelehrt bekommt, also an die Hand genommen wird und einem dieses Hobby quasi gezeigt wird. Und ja, Freunde fragen, man kennt ganz viele bestimmt. Also wenn man Anime-Fan ist, dann hat man im Freundeskreis auch irgendwer, der irgendwie mit dem Thema Cosplay in Berührung kommt. Fragen, ob man mit auf eine Con gehen kann und dann gemeinsam hingehen, vielleicht klein anfangen, einfach mal eine Wig tragen und ein ziviles Kostüm, um da sich langsam reinzutasten. Und dann, wenn man Bock hat, ein richtiges Kostüm zu machen, auch da wieder bei Freunden fragen, die schon Kostüme gemacht haben, wie sie es gemacht haben und einfach nach Hilfe suchen. Jetzt bin ich auch gespannt. Vielen, vielen Dank. So, einmal das, was die beiden natürlich sagen, ne? Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist das erste Projekt oder die ersten Projekte oder generell eigentlich. Mach das, wo dein Herz liegt und nicht, wo der Trend hingeht. Weil umso mehr macht das Projekt dann Spaß, weil du möchtest diesen Charakter ja herstellen. Und du gibst da ja jedes Mal einen Teil von dir mit rein. Und wenn das ein Charakter ist, den du gar, der dich gar nicht interessiert, dann ist das auch nur so, ja, das ist am Ende dann halt auch nur halbherzig. Einmal das und dann, was du auch schon gesagt hast, fangt auch mit Closet-Cosplays an. Morgen, die Nami, die ich trage, das ist ein komplettes Closet-Cosplay. Da ist nichts neu gemacht. Das ist alles, was ich in meinem Kleiderschrank hatte. Das Einzige, was ich daran jetzt geändert habe, ist, dass ich das Shirt bemalt habe mit Stofffarben. Das ist was ganz Simples. Damit kann man anfangen. Wig-Styling kann man dann Leute fragen, Freunde fragen oder sich auf YouTube. Ich habe sehr viel von YouTube gelernt, extrem viel von YouTube gelernt. Und langsam anfangen, Stück für Stück. Und erst wenn man merkt, so, hey, ja geil, okay, das gefällt mir, dann kann man dann noch was dazu adden. Kleine Steps, nicht gleich mit einer riesen fetten Rüstung anfangen oder so. Da überarbeitet man sich, absolut. Also ich hab mit einer Rüstung angefangen. Also und ich muss ehrlich sagen, ja genau, lasst es. Ich habe es viel zu früh gemacht und heutzutage bin ich super sad, weil ich das Kostüm nicht mehr tragen kann, weil es einfach nicht dem entspricht, wie ich heute eine Rüstung machen würde. Und ich habe ungelogen 2500 Euro investiert an Materialkosten. Ja. Und das tut echt weh, weil das Geld hätte ich jetzt halt auch in Sachen investieren können, die wirklich krass geworden wären. Also weil ich jetzt halt die Skills dafür habe, also weiß, wie ich mit dem Material umgehen muss. Deswegen investiert am Anfang lieber in kleine Sachen, die euch wirklich am Herzen liegen und dann baut darauf auf. Und wenn ihr euch sicher seid, boah, jetzt habe ich so ein bisschen Erfahrung mit dem Material und jetzt möchte ich mit irgendeinem Projekt starten, das mir voll Goosebumps gibt, dann macht das. Sau gut, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich würde auch noch eine kleine Kleinigkeit dazu fügen, weil sie hat... Sie hat eben was völlig Richtiges gesagt gehabt, die Laserlist mit dem, schaut mal in eurem Kleiderschrank, was ihr benutzen könnt. Mein erstes Cosplay, das ich gemacht habe, oder erster Charakter, den ich gemacht habe, war ein eigener Star Wars Charakter. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie sieht für mich ein Jedi aus, der die Order 66 überlebt hat und irgendwie in dem Dreck und Schrott von Coruscant lebt. Das heißt, ich habe mich umgehört bei Freunden aus der Star Wars Community und habe gesagt, wo kriege ich denn eine Schulterplatte davon her? Wo kriege ich denn eine Knieplatte davon her? Und habe mir so aus Rüstungsteilen, die man besorgen konnte, die man gebraucht kaufen konnte von Leuten, irgendwie Rüstungsfetzen geholt. Und den Rest habe ich geguckt, was habe ich noch an alten Bühnenklamotten, was habe ich noch an alten Klamotten und habe daraus was gemacht. Und das ist der graue Jedi, den ich jetzt immer noch habe. Wo ich jetzt gerade vor zwei Tagen wieder Sachen hochgeladen habe. Was ist das Ding? Mega, ja, genau. Ich finde das so schön, dass ihr euch auf Augenhöhe unterhalten könnt. Weißt du, das finde ich richtig geil. Weil wenn ich mit Cosplayerinnen oder Cosplayern spreche, ist das immer so, ich habe da ultra Respekt vor, nicht falsch verstehen. Aber da ich das noch nie so gemacht habe, ist das immer so ein bisschen anders. Und du hast aber voll Plan und ich feiere das. Danke schön. Richtig, nein, hat er den Job? Er hat den Job. Kogi, dafür können wir kein Schlagzeug spielen. Ja, aber du kannst tausend andere Dinge. Scheißegal, alle Menschen können was. Alle können was. Ist ganz egal. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Leute, tut das, was ihr liebt. Tut das, wo euer Herz liegt. Das war ein super geiler Satz. Ja. Voll. Und dann schart Leute um euch, die ähnlich ticken, die gleiche Visionen haben, die gleiche Ideen haben, wo das Herz an einem ähnlichen Fleck schlägt.
und ihr werdet zusammen Dinge erschaffen, von denen ihr die ganze Zeit nicht geglaubt habt, dass es passieren kann. Das ist wahr. Und jetzt erwarte ich von euch, ich erwarte von euch ganz viele Herzen. Ihr habt eine Minute. Jetzt Herzen reinballern. Ballert alle rein. Ballert ihr rein. Ich guck gleich hier drauf. Ja. Von wo ist die Übertragung? Hamburg, Polaris. Alle sind sie da. Es geht nur ab hier. Wirklich die allerbeste. Schönes Gespräch. Ich musste kurz einmal Fotos machen, tut mir leid. Jetzt guck mal einmal, was er dabei hat. Ich weiß nicht, der hat eine Saitatsu Mordes Adventure Box dabei. Genau, die gibt es am Stand von Ulysses hier. Können wir nachher mal auch noch vorbeikommen. Hammer. Wir haben ja mit Ulysses zusammen bei unserem letzten Album. Komm rein hier. Eine Zusammenarbeit gemacht gehabt. Ich geb dir das mal wieder. Ja, aber die beiden sollen doch auch da bleiben. Alles klar. Wo ist denn da? Hängt eins noch? Ja, sehr gut. Ja. Okay. Super. Vielen Dank. Bist du happy? Ja, ich bin mega glücklich. Oh Mann, das ist ja das Schönste. Das ist voll das Allerschönste, ey. Leute, das ist das Allerbeste. Ja, danke. Schönen Tag dir. Dass so viele Leute sind, die mich kennen. Doch, ey, guck dir mal diese Blicke an. Siehst du das? Komm doch hier dazu jetzt eben. Ich komm dran, alles gut. Ja. Wir beißen nicht. Ist das abgefahren? Ja. Ich hab echt gedacht, weil das ja überhaupt nicht so meine. Die Szene so ist. Nein, Mann, Fudo. Hi. Alles gut? Komm rein. Hallo, grüß dich. Guck mal, ja, komm alle dazu. Komm ran. Komm alle dazu. Komm ran. Komm du dazu. Ich stell uns alle da rein. Wo müssen wir? Da. Okay. Bitteschön. Alle glücklich? Ja? Alles gut. Alle glücklich. Hallo, ja, komm auch dazu. Wir machen hier die große Fotosession. Bei der Back to the Roots Hamburg Show letztes Jahr. Voll riesen Fotosession. Die riesengroße Fotosession. Da brauche ich auch noch beim Tag. Wo machen wir? Machen wir Fotos. Ja, das war ich. Aber immer nur mit Alea. Heute gibst du Fotos im Dreifachpack. Hab eine ganz gute Zeit hier. Ne? Alles erdenke ich gut. Viel Spaß. Wünsche ich dir auch. Alles Liebe. So, dann kommen wir hier in die Mitte. Dann machen wir ein schönes Foto zusammen. Ganz genau. Herrlich. Wolltest du dich bereit erklären? Ja, na klar. Danke. Mega. Warte so. Wo kommst du her? Aus Oberhavel tatsächlich. Oberhavel? Und wir haben uns auch schon Königstein gesehen. Kannst du noch einmal ganz kurz? Ja, ich habe jetzt gerade nicht. Königstein? Ah ja, einmal. Achso, so, jetzt einmal Konzentration. Hallo. Sehr gut. Ja, ey, dann. Ich hatte dich zwar nur ganz. Also, hi. Ja, ich hatte Alea dieses Jahr tatsächlich schon auf dem Königstein gesehen gehabt. Okay. Weil, ja, wir sind halt eben zum Konzert hingefahren. Und. Ich finde es so krass, dass Saltatio Mordes oder Alea speziell mit der Gaming-Szene so krass verwurzelt ist. Das ist völlig das ist echt abgefahren. Sau geil. Ja, und ich meine, wenn du mal siehst, wie das passiert ist. Ich meine, das kam ja über das, dass ich angefangen habe, für meinen Kung-Fu-Verein während der Corona-Zeit Online-Training im Shaolin-Kung-Fu irgendwie zu machen. Ja. Und wir damit den Verein erhalten haben. Und als Corona rum war, hat die ganze Community gesagt gehabt, zock doch mal im Ding. Und so ist es passiert. Ich meine, und jetzt? Ja, und dann auf einmal gab es Dragonborn und alles. Ja, ja. Ja, und dann auf einmal war man bei Krogi im Stream. Ja, ich war der Enabler. Alle sagen das. Ich habe ein bisschen gefanboyt. Seitdem hat er Talent. Aber das stimmt. Ne? Ich bin in deinem Studio rum und hab so, wie geil. Komm her. Du bist einfach ein geiler Typ, Mann. Das ist so geil, Leute, was der an geilen Systemen hat, wo er Kameras fahren kann und was weiß ich. Das ist so geil. Die Leute sind auch wegen dir hier. Ja, aber auch, hallo, Bogi, du bist eine wandelnde, positive Batterie. Du bist wie so ein Durant-Nase. Absolut. Also, I mean, alleine, also, kurzer Backlash, aber allein die Sache halt, wo das mit deinem Studio passiert ist, wo es halt drunter geht. Ich hab gesagt, ey, alter Mann, so heftig und du warst dann trotzdem noch so voller guter Dinge. Und das war natürlich auch die Community da halt so. Ey, so viele. Ich habe irgendwie gemerkt. Also auch da. Wie heißt du bei Twitch? Ich habe keinen Twitch, aber ich bin zum bei Instagram. Ah, wie heißt du da? Matt Chiu, also Matt.Chiu, alles klein. Okay. Ja. Ich achte auf dich. Oh, das wäre super. Ja, nee, weil ey, so nette Menschen. Und hier waren ja bislang alle super nice, oder? Das war ehrlich. Aber Krogi, das ist eine Sache, das hat mir die Jasmin gesagt, mal die Knu. Ja. Der Streamer oder der Content Creator erschafft seine Community. Ja, das heißt, und du bist immer so ein positiver Mensch. Und ich weiß, du struggles genauso wie ich immer mal wieder. Ja, und, ja klar. Aber alle unsere Leute nehmen uns wahr als irgendwie lichtvolle Menschen und als jemand, der einen Unterschied macht zu dem ganzen Wahnsinn, der in abläuft. Und ich meine, dass wir alle kämpfen, ist klar. Ja, das. Ne? Robin Williams hat gesagt, each time you meet a person, you meet a struggle that you don't know. Ja. Und das ist so. Aber
ich finde es halt auch geil, dass du dir auch auf die Fahne geschrieben hast, zu sagen, ja, ab und zu haut mir das Leben auf die Fresse. Ja, das muss aber ich aber nicht an anderen auslassen. Nee, die anderen sollen eine gute Zeit haben. Ganz genau. Dafür machen wir das. Ganz genau. Hammer, ey, vielen Dank. Ja, so, ich so. Wollte dir ganz kurz was sagen. Er hat ein Mikrofon, ich wollte es dir nur sagen. Okay, ja? Okay. Du hast so Bescheid, egal was du sagen willst, ja, ich höre dir dann zu. Ja, ja. Ja, es ist okay. Okay. Kann man alles warte, hören. Wir wollen zuhören, ja? Ja. Und zwar wollte ich loswerden, dass Finsterwach für mich persönlich eins der epischsten, wirklich allerhammergeilsten Alben überhaupt ist, weil es, also wirklich, ich meine, ich habe auch nur die kurzen Videos halt immer gesehen und man sieht ja halt einfach an, alleine bei Feuer und Erz, wo ihr das aufgenommen habt in der, oh Gott, wo war das? Harmonika, Philharmonika, na jedenfalls da. Prager Philharmonika, ja. Genau, genau. Man hat es ja einfach angemerkt, wie viel Herz du da reinsteckst oder auch die ganze Band sah das halt einfach und vor allem bei dir, man hat es gesehen, wie es dir nahe ging und einfach ist es episch. Und vor allem, ich schwöre, also Finsterwacht läuft immer die ganzen, oh Gott, was sind das, 18 Minuten komplett durch und ich kriege jedes Mal Gänsehaut und es ist einfach. Sie hat frei gesprochen. Vielen Dank. Sie hat bildliche Sprache benutzt. Also, vielen Dank. Schön positiv gesprochen. Ich gebe diesem Vortrag eine 1+. Dankeschön. Hast du dich da gemacht? Geil, danke. Einfach ein absolut episches. Weißt du, das ist voll krass, ey. Oh nein, ich meine... Alles gut. Alles gut, alles gut. Oh Gott, ich genauso wie du jetzt geredet hast, habe ich irgendwie mit dem Hansi von Blind Guardian gequatscht, als ich ihn das erste Mal getroffen habe auf dem Rockhard. Weil da war so viel Dinge, Nightfall in Middle Earth, die Platte, dann die Somewhere Far Beyond und das Ganze. Blind Guardian waren für mich irgendwie so eine Stütze in der Jugend und ich habe mich in diese Songs verloren und dann hatte ich auf einmal den Menschen kennengelernt und dann haben wir auch noch einen Song jetzt zusammen gemacht. Deswegen das Album von der Finsterwacht ist für mich in so vielen Sachen ein Dream Come True, ist absolut gemacht. Das glaube ich dir. Also kann ich absolut nachvollziehen. Und vor allem, also das Album hat alles. Es hat ruhige Parts, es hat absolute Power Parts, was natürlich dafür steht hier. Also ich finde, dafür steht hier für Power Parts. Dankeschön. Und einfach generell, also es ist eines der Hintergründe, ein Album. Ich weiß nicht. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Dieses sehr sympathische Lobgespräch quasi. Ich will es nicht abwürgen. Aber wir müssen noch mal weiter. Aber wir haben ja noch andere, die auch was sagen wollen. Alles gut, es war mega schön. Vielen, vielen Dank. So, danke fürs Teilen. Ja. Weg. Einmal drücken. Ja. Hat sich sehr gefallen. Alles Gute. Wir sehen uns bestimmt auch noch mal. Hier bestimmt ja. Irgendwo noch mal. Auf jeden Fall. Ja. Die nächsten Tage sicherlich. Tschüssi. Bist du nachher auf Creator Party? Ja. Ich habe die Story mit dir erzählt. Das ist toll. Diese Monologen die ganze Zeit. Ein Geschenk vom Chef von Wacken. Ja. So, jetzt müssen wir ein Foto machen. Du wartest schon so lange. Ja, ja. Komm rein. Komm rein. Aber ist okay, wenn man sich da fein anzieht, oder? Stimmt. Gut. Top. So. Wo ist denn dein Handy? Ja. Ich mach das. Pass auf, ich mach das jetzt. Ja, ich kann wir machen das jetzt mal ganz in Ordnung. Erstmal von euch, stellt euch mal zusammen. Genau. Stellt euch mal zusammen. So, super. Alles klar. Jetzt von uns näher. Tippitoppi. Mega geil. Ja. Super. Aber also, ich kann auch ganz kurz dann kommen. Der Frau, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ja. Nein, das hier. Aber Alea unterschreibt auch. Ist in Ordnung. Hier gibt's nur. Und zwar, weil das ausgefallen ist, würde ich das gerne für eine Freundin nennen. Oh ja, das machen wir natürlich. Kannst du einmal halten? Oder ja. Völlig egal. Pass auf, ich unterschreibe dir beide. Ja, und Alea macht das einfach auch. Aber bitte. Und dann sind alle happy. Ich krieg doch noch was von mir. Du kriegst was von mir? Nee, andersrum. Ich hätte jetzt sogar, okay. Ja. Ich hätte sogar ein Edding da gehabt, verdammt. Ja, egal, es ist. Ah ja, das war ja. Gut, jetzt haben wir es so. Genau. Ist doch Boogie. So, dann, ich glaube, das gehört euch. Ja, danke. Mehr aber mir. Ja. Dankeschön. Ich wollte euch gerne noch eine geben. Ein kleines Dankeschön. Ich habe die selber gemacht. Ach, schön. Die hast du selber gemacht? Die hast du selber gezeichnet. Hammer. Killer. Machst du auch Origami? Helmpflicht. Ja, genau. Helmpflicht-Design. Ja, ich heiße Helm, deswegen. Helmpflicht. Ah, sehr gut, deswegen auch der Helm. Ja, ist eher eine Krone, passt zu mir, aber. Das ist gut. Finde ich ja mal, ey. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja.
Ich hoffe, ich kriege die Heile nach Hause. Das ist mir ganz wichtig. Komm in die Mitte. Ciao. Komm in die Mitte. Komm. Mortis, warte deines Amtes. Mortis. Sorry, ich habe mein Band mal ein bisschen gemacht. Mortis. Einmal schön böse oder freundlich. Immer freundlich, böse. Aggressiv freundlich. Grüße aus Wacken. Du hast die Polarlichter verpasst. Ich habe gestern Polarlichter gesehen. Und ja, in Hamburg waren die auch. Voll gestern. Krass, oder? Ja, ja. Stufe 8. So irre, ey. Also ich habe gestern Abend, habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen und ich war völlig fertig. Also. Frag mich mal. Weil du, Alter, kannst du es mal zeigen? Das hast du gestern gemacht? Ja. Das habe ich auch gestern gemacht. Ey, was geht? Krass, ne? Aber hier war noch eine andere Farbe drin, wie ja, bei mir. Bei uns war das wirklich ein Steve, war das. Irre. Ja, vor allem bei uns konnte man sie ja auch mit bloßem Auge schon sehen. Ja, das hast du auch gesehen, ja. Okay, insane. Wirklich insane. So geil. Ja. Ey, Glückwunsch. Sehr, sehr glücklich. Ihr Glücklichen. Aber die Frage ist, hat Mortis sie auch gesehen? Ich war ein bisschen faul. Ah, ja. Ich hab sie am nächsten Tag auf Instagram gesehen. Dachte mir, sie sahen hübsch aus, auf jeden Fall. Aber du hast toll. Das ist nur ein Mikrofon. Ich wollte dich einfach nur hören. Hallo. Weil wir haben da gerade einen Stream. Ach, hallo, ich bin Mortis. Ich bin, Faule Mortis aber. Der faule Mortis, nicht der Saltatio Mortis. Oh, das habe ich gar nicht geschaltet, muss ich sagen. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, sehr gut. Aber zu meiner Verteidigung, diesen Alias habe ich mir erstellt. Da kannte ich euch tatsächlich noch nicht. Das habe ich erst im Nachhinein dann erfahren. Das ist gut, das war aber war cool. Ja. Mortis. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich Polarlichter verpasst habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sich alle hier so freuen. Hier sind alle super cute. Es ist wirklich Hammer. Morgen sind wir ja die Mandos. Die Mandos, ja. Guck mal, jetzt hast du eine eigene kleine Schlange gebaut. Ach so, ja. Scheiße, ich kann nicht aufhören. Ja. Darf ich auch noch ein Bild mit euch machen? Ja, klar, komm in die Mitte. Ja, klar. Alle kommen jetzt ran. Ach so, ja, dann ist dann Moment. Das ist jetzt, wir übernehmen hier alles. Ja, auf erste Runde. Warum mach ich das Mikrofon so? Ist wie lange soll das Video noch gehen? Was für ein Video? Spaß. Spaß. Alles Gute, gell? Vielen Dank. Jeder fällt immer dran. Es ist echt so. Dankeschön, euch auch. Alles Gute euch. Komm, jetzt rückt alle nah. Wir wollen jetzt alle glücklich nah. Alle rücken jetzt nah und dann sind wir alle ganz genau. Ihr habt die ganze Zeit schon gehört. Komm dazwischen. Komm in die Mitte. Na klar. Sehr gerne. Super. Wir machen Durchlauf jetzt hier. Perfekt. Durchlauffoto. Wuppa. Schön. Vielen Dank für alle Alben, für alle Energie auf der Bühne, für alles, was ihr macht. Es ist wirklich immer toll, euch zu sehen, neue Musik von euch zu hören. Wirklich vielen, vielen Dank. Es bedeutet uns echt allen viel. Ne? Dankeschön. Hammer. Ihr müsst mal abends im Grogi zugucken, wenn ihr irgendwann mal abends so denkt, so ey, der Tag, da gehen wir auf den Sack, der Typ ist live. Dann schaut euch das an. Das ist so witzig. Ihr seid alle so süß, ey. Das ist unglaublich. Der Krogmeister wird eh geguckt, also von daher so normal. Er wollte doch mal nur dir einen Lob da lassen, ey. Ja, danke schön. Ich habe einfach nur gedacht gehabt, wir dürfen auch nicht vergessen. Erstens sind wir im Krogi seinem wundervollen Stream bei so einer geilen Community. Ja, das vergesst ihr nie. Und zweitens fühle ich mich dann so in diesem Zweier gespannt, wenn ich dann so viel Lob kriege, muss ich es irgendwie weitergeben, sonst fühle ich mich. Ja, aber das kann ich verstehen. Aber Krogi, auch dir vielen, vielen Dank. Ey, die Power, die Energie. Also ihr seid vom Energielevel her, matcht ihr euch, glaube ich, ganz gut. Ja, wir haben uns schon gern. Ich glaube so, deswegen kommen wir auch so gut miteinander klar. Ja, wir haben uns schon gern, das muss man schon sagen. Absolut. Aber ist doch herrlich. Vielen, vielen Dank. Ich will den anderen. Dankeschön. Das kommt du rein. Ja. Ja, komm rein. Kommt alle rein. Mega. Ja, nee, du fährst dir keine über die Füße. Hast du ein, ist das eure Kamera? Das ist unsere Kamera. Okay, dann machen wir da ein Foto. Super. Danke. Ja, sehr, sehr gerne. Alles erdenklich Gute. Viel Spaß euch, gell? Autogramme kriegst du immer von. Na klar. Ich habe den Stift eben hier. Ich hätte auch einen angeboten. Ah, nee, ich habe einen. Perfekt. Zum Krogi auch was? Ja, gerne. Ja, der Chat hat gerade geschrieben, könnt ihr zwischendurch einfach was Asoziales machen? Es ist so wholesome. Es ist so cute. Das muss ich wieder einordnen. Krogi, super. Vielen Dank. Ich kann mich nur daneben benehmen, wenn ich meinen Deadpool anziehe. Ja, wirklich. Ja, sehr gern. Viel Spaß euch. Gell? Hallo, ich weiß nicht, wer länger war. Kommt einfach hier ran. Jetzt sind wir doch da. Bitte schön. Danke schön. Einmal tauschen. Na klar.
jetzt kommt. Oh, was habe ich verloren? Den Udo. Den hast du abgewiesen. Ach, Udo. Ach, guck an, ja. Der ist auf Barlex City gewesen. Ach, geil. Danke. Super, schön. Danke. Alle happy. Ja, klar. Alle Mario, komm rein. Mario soll reinkommen. Moment. Ja, ja. Super. Schön. Das läuft jetzt ja gut. So mache ich das. Hi. Hallo. Hi, komm doch, Fan, komm rein. Meine Mutter auch. Ich brauche aber ein Foto und ein Autogramm gleich. Sag mal, soll denn jemand ein Foto machen? Das ist doch viel besser. Könntest du vielleicht? Sag mal, alle gut drauf. Dank dir hat meine Freundin jetzt den Spitznamen Mortis. Jetzt. Habt ihr? Ich find's geil. Einfach mit draufgeschlichen aufs Foto. Liebe ich. Und ich brauche nochmal ein Autogramm. Ja. Eigentlich doppelt. Ich habe auch nichts, wo ich doppelt reinmachen kann, leider. Einmal hier. Hier hin? Ja, einfach hier hin. Oh mein Hammer. Gott. Das ist meiner. Achso, aber ich kann das, Kobi nein, das passt schon. Ach so, nee, das, dachte, das, schon. Das passt schon, Alea. Ich brauch noch eine zweite Beschriftsmille. Das passt schon. Eigentlich. Ja, wenn du was hast, dann lass mich schnell machen. Hab ich irgendwie was hier hinten drin? Och, was ist denn das? Was suchst du denn gerade? Irgendwas, wo ich noch drunter. Warte, was ist hier? Ach so, du möchtest das nochmal weiterreichen? Meine Mutter, ja. Meine Mutter. Das habe ich nie mitgekriegt. Meine Mutter, größter Fan. War ja, auch, oh, das ist aber. War das auch auf nice. Konzert und sowas. Und Grüße an die Mutti. Ja. Ja, wirklich. Melanie. Melanie? Ja. Wir haben Großmus von ihm kommen eigentlich. Ja. Ja. Also, mich kennt sie nicht. Ich hatte sie gerade angerufen und sie so, ja, hol ein Autogramm und Foto und. Die freut sich. Hey, hat sich doch jetzt schon gelohnt, ist doch ja, Hammer. Auf jeden Fall. Ja, Killer. Sehr schön, dann schönen Tag dir. Dankeschön. Alles Gute, gell? Ciao, ciao. So, wer mag, wer will? Ja, jetzt. Komm, immer in die Mitte ran, immer rein, immer Foto. Von einer Freundin. So, einer ist jetzt Fotograf. Geiles Shirt. Super, gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Krogi, dein Lieblings-Metallica-Song? Oh ja. Oh. Oh, komm. Ja. Okay, warte, du blickst um den Saltatio-Mortis-Song wäre leichter gewesen als okay, okay, liebst du Saltatio-Song? Das ist doch schwer. Gerade ist es tatsächlich, glaube ich, hier Feuer und Erz. Feuer und Erz, okay. Dankeschön. Gute Wahl. Was ist dein Lieblings-Metallica-Song? Ich glaube immer noch Ride the Lightning, glaube ich. Glaub ich. Oder ja, ich glaube immer noch Ride the Lightning, geil, muss ich sagen. Wenn du Enter Sandman richtig laut hörst, ne, zum Auto beispielsweise, macht das schon Spaß. Ja, richtig geil. Ja. Aber was ich auch immer wieder dran hänge, ist Unforgiven. Ja, das ist auch so. Mann, die haben so viele geile Songs. So eine kraftvolle Ballade. Fragen wir doch den Metallica, Mann. Genau. Ja, dein komm mal rein. Metallica-Song. Ja. Was ist Metallica-Song? Boah, da gibt's viele, aber ich mag von Symphonieorchester von 99 auf jeden Fall eigentlich fast alles von. Weil die Kombination einfach mit dem Orchester mega geil ist. Ja. Und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut bei Nothing Else Matters. Ja, okay, verstehe ich. Schade. Also gute Antwort. Definitiv. Ja, aber klar, komm hier rein. Der Metallica-Mann hat Ahnung, das finde ich gut. Erste Reihe 2013. Ich habe den Eddie Munson Schauspieler getroffen und habe ihm Plektrum von der James Hetfield geschenkt, weil er auch performt hat. Du hast dem Munson Schauspieler von Stranger Things ein Plektrum von James Hetfield geschenkt. Genau, weil ich habe damals bei Rock am Ring in der ersten Reihe zwei Stück gefangen. Ja, Hammer. Ja, ja, okay, das ist ja wohl ein richtiger Boss-Move. Und, also wirklich. Und Eddie, bester Mann, hoffentlich Season 5 kommt er zurück. Eddie wird dabei und sein. Und Metallica, beste Band. Change my mind. Was für ein Boss. So. Du bist ein richtiger Boss. Muss. Viel Spaß euch noch. Dankeschön. Alles Gute, gell? Und nett, Leute. Ja, klar. Wie frech wär's, wenn ihr jetzt hier eine halbe Stunde steht und wir sagen, nein. Telefonnummer genau. Auf keinen Fall. Wir haben hier gar keine... Hast gemerkt, ich habe zu viel Wukong gespielt. Ja, du hast es wirklich, ne? Ich habe eben schon gedacht, das kommt mir bekannt vor. Eine Gaune. Ja, klar. Ich habe in China schon die ganze Zeit zu kaufen. Jetzt kriegst du hier... Hammer, ey. Wukong ist ein Megaspiel. Hast du es durch? Nein, aber ich habe gestern das erste Mal so weit geschafft, dass, um den Tigerprinzen in den Blutpool. Der zweite Akt, der ist schon bitter. Dann hast du aber viel geschafft schon mal. Also vom Spielverlauf nicht, es kommt noch sau viel, aber das ist so eine Hürde. Ja, der ist schon. So, mach mal ein Foto, komm ran. Komm ran. Ich habe eine Frage. Eine Frage.
eine Metflasche und ich würde, dass du die gerne unterschreiben würdest. Aber klar. Ey, du hast immer eine Flasche mehr, aber ist ja Hammer. Ja, ich habe eine Flasche dabei. Das ist aber insane. Der hat eine Flasche dabei. Am besten hier noch. So, ja, gerne. Die vorne, das wäre sehr lieb. The Golden Galleon. Bitte schön. Der schmeckt jetzt. Lasst euch weg. Der schmeckt jetzt zehnmal besser. Met. Wusstest du, dass Met das teuerste Getränk im Mittelalter war? Nee, wusste nicht. Ohne Scheiß. Wirklich? Ja. Nicht Druckerpatronen? Nee, aber es ist wirklich der Wein zum Beispiel, ja, war günstiger als Met. Nee, das wusste ich auf keinen Fall. Aber sehr interessant. Weil Met musste halt aus Honig gemacht werden. Ja. Und damals Honig in Massen herzustellen, unmöglich, war unmöglich. Ja, glaube ich. Und deswegen war das also so ganz, ganz reiches Zeug. Der ja. Champagner quasi. Ganz genau. Ja, also wirklich. Ja, kommt ran. Komm. Komm. Wir beißen nicht, wie man bei uns sagt. Ja, wir klar. Beißen nur, nicht. Nur nice Leute. Ein Schritt nach hinten oder weiter? Nein, der Mann ist höflich. Dankeschön. Der ist höflich. Ich habe nämlich noch einen Aufenthalt. Der ist höflich, der Mann. Mein Vater ist auch ein großer logisch. Kannst du das einmal halten? Oh, natürlich kann ich das halten. Bücher, das ist mein. Gibt's? Ja, mache ich mit den Beans, ne? Ja, natürlich. Du einmal meinem Vater auch eine kleine Unterschrift geben kannst. Einfach hier drauf? Ja, such dir aus. Ja, ja. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Wie oft hast du das schon reingebracht? Ich hätte es doch mitgenommen. Ich hätte es vergessen, ehrlich gesagt. Schokolade, also. Super freundlich. Warte mal, wo ist die? So, was haben wir hier? Sagen, such dir aus, wo? Ist heute auch noch das Teuerste, ich weiß es nicht. Danke. Bitteschön. Das ist alles schon sehr cute. Also, ich weiß nicht, ist das für euch zum Zuschauen einigermaßen interessant? Ich glaube, ich würde zugucken und denken, ach komm, da stehen immer noch 1000 Leute. Ich weiß auch nicht, ey. Aber so ist es halt. Schön, dass ihr da seid. Ist doch geil. Okay, kann ich Foto mit dir machen? Nur im Doppeldreierpack hier. Machen wir auf jeden Fall. Ja, nicht nur so. Machen wir es sofort, ja klar. Ja, ja. Cool. Bitte schön. Sehr, sehr gerne. Und ich sag nur, Colin, du bist der Geilste. Ja, ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Ja. Komm doch rein. Komm doch rein. Ganz genau. In die Mitte. In die Mitte. Schaffst du das? Wir kommen ganz, ganz eng hier ran. Dankeschön. Bitte schön. Ja, klar. Rede ich von den Rang gesneakt. Das ist ja gut. Neue Technik. Ja, klar. Moment, ihr habt kurz machen? Oh ja, das wäre cool. Neue Sneaker-Technik. Das ist ja fantastisch. Hat noch nie jemand probiert. Ja, ich bin halt schon ein wenig älter. Oh, ja. Oder so. Die egal. Erfahrung, die Erfahrung. Genau, genau. Tasche verstecken. Ja, cool. Super, dankeschön. Hammer. Super. Mein Liver. Geiles T-Shirt von einem wundervollen Menschen. Ja, mega. Absolut. Henno-Shirt, Henno-Merch. Das haben wirklich aber auch viele mittlerweile, das Merch. Ey, Hammer. Finde ich super. Ja, find ich finde es auch killer. Ich finde auch die gestickten Sachen drauf hat, einfach voll geil. Ja, absolut. Trage ich auch gern. Komm rein. Komm rein. Also, genau. Wie awkward ist es? Komm rein. Grüße gehen raus an Hand of Blood. Ja, Grüße gehen immer raus. Ich mach von dir auch ein Foto, natürlich. Wollt ihr mich nicht einstellen? Mach direkt Shoutout, Chat. Direkt Shoutout, Hand of Blood. Ja, schön. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wollte ich dir einmal zeigen. Jetzt kommt's. Ja, entweder erinnerst du schuldest mir noch 50 Euro. Moment, das Dickpick kenn ich. Erinnerst du dieses Bild noch wieder? Ach du Scheiße. Das war auf dem Rockharz, oder? Das war Rockharz. Tim Tolkien, ja. Alter, wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Super cozy. Danke, dass du die ganze Zeit filmst. Ist doch okay, mein Sau gerne. Alles geil. Okay, alles klar. Wir haben hier gerade. Bis der Beste. Sag nochmal deinen Namen. Alles Gute, gell? Habt eine geile Zeit. Nochmal? Das Nerd. Ciao. Leute, nochmal? Das Nerd. Jetzt möchte ich, dass der Chat diesen Namen wiederholt. Wie heißt du? Das Nerd. Alles klar. Das Nerd ist da. Komm rein. Ja, klar. Ich mach wieder Foto. Alles gut. Ja. Also, dann macht schon jemand Foto. Oder nachher? Klasse. Ich danke euch. Danke, alles danke. Gute. Sehr, sehr gern. So, komm jetzt du. Ja, jetzt darf ich auch mal. Ja, jetzt sagst du auch mal. So. Wie geht's denn? Mir geht's super gut. Wo ist denn, ich rede gut. Ja? So richtig gut, ja? Alter, du findest mich richtig gut. Mama, verstanden. Ja, haben wir verstanden. Jetzt habe ich schon ein Foto gemacht. Ja, sehr geil. Haben wir verstanden. Und bei dir, ich habe letztens das. Warte mal ein. Letztens das Live-Konzert von Kool Savas gesehen. Ah. Savas und der Augenblick mit dir, das war so emotional, ne? Ich war der Erste, also so Savas hat gesagt, ich war der Erste, der es geschafft hat, dass er auf der Bühne weint. Das war auch richtig heftig. Das war so irre. Das war schön, ja. Also das war, Kool Savas steht am Ende des Songs da
und dreht sich schnell rum und zieht die Kappe nach unten. Ja. Und dann haben wir ihn in den Arm genommen, habe ich gesehen, dass er geweint hat. Ich habe gedacht, es dreht durch. Und er ist Live-Monster, ne? Savas ist ein, wir haben beide geheult. Ja. Also Savas ist ein so lieber Mensch. Mhm. Und das Geilste war dann bei der Premiere, die wir in Berlin geschaut haben von dem Konzertfilm, tippt mir bei dem Song ein älterer Herr auf die Schulter. Ja. Und danach hat, hat Savas mich vorgestellt, das war sein Vater. Und nichts Boah. Bleibt mal, die Version von Savas war ja über seinen Vater. Boah, sie haben schön. Anfang ein Gedicht von seinem Vater. Und dann ist sein Papa hingegangen, hat Savas seine Hand genommen, meine Hand genommen, hat sie dann zusammengelegt und hat gesagt, versprecht mir hier und jetzt, dass ihr noch einen Song zusammen macht. Also irgendwann schön. Wird das auch passieren. Ja, ich hoffe. Richtig, ich richtig hoffe. Geil. Savas ist ja, am besten Grüße gehen raus an cool Savas. Großartiger auch. Mensch. Hier, Video, eine Minute, echte Gefühle danke, für dich. Danke, danke, danke. Ja, klar, Mann, tschüssi. Alles Gute, gell? Ich hab mich gefreut. Ja, ebenso. Komm hier rein. Hi. Hi. Ich finde das schön, dass man sich hier nicht bewegen muss. Eigentlich ist es ganz angenehm. Also eigentlich war ja, wirklich. Den eigentlich wollte ich euch nicht besser sein. Warte, 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 warte. Das ist ja alles schwierig gerade. Das hier muss hier hin, dann muss das da hin. Jetzt machen wir den so. Und dann, und noch runter. Perfekt. Danke. Alright. Danke, vielen Dank. So, tschüss. Machen wir euch noch schnell heil. Und dann gehen wir auf jeden Fall mal ein paar Meter weiter. Dann müssen wir mal zur Bühne da. Ja. Ich versuche gerade ganz harten Fanboy im Moment zu unterdrücken. Also ach, du hast kein Problem. Einfach Foto machen, gut. Okay. Wir machen das genauso. Also das ist. Ich hab das auch bei ihm. Also ist doch normal. Ja, bei ihm auch. Alles Gute, gell? Alles Liebe, Mann. Ja? Tschüssi. Ganz ja, klar. Dankeschön. So, mein Mann hat die Kamera. Okay. Ich freu dich. Danke. Mach mal die Scheiße. Gute Laune. Danke, danke. Sehr, sehr gerne. Bitteschön. Tschüssi. Hi. Ich hab die Kopf. Ja. Moin. Ja. Komm hier in die Mitte. Ja, klar. Ja, ja, ich klar. Hier. Komm. Ja, ich finde das hin. Ich kriege das alles easy hin. Foto mit dem Großmeister. Große Alea da. Warte. Top. Danke, Alea, magst du uns noch was unterschreiben? Ja klar. Ja klar, aber geht nur mit Alea. Wollt ihr den Kobi auch? Fragt ihr alles? Ja, ja. Kobi aber ist ja eine Ikone. Wir haben alles dabei. Was brauchst du? Weil hier ist ganz viel Platz. Alles. Na, guck mal, alles hier nebenan. Kobi, bitteschön. Ja, bitte einfach hier, oder was? Ich mach hier ein bisschen. Brauch ich auch nicht so viel Platz. Leute, ich hab gedacht. Super. Sehr gerne. Wir laufen hier dann mal drüber. Und nur Krugi wird angeredet und ich bin total, aufgeregt. Komm rein jetzt, komm rein hier. Komm rein. Hallöchen. Bitte schön. Super, danke, Mann. Ja, klar. Hallo. Wir müssen immer einen Cut machen, weil es wird immer wieder auf. Der auch dabei, Wahnsinn. Wahnsinn. Dankeschön. Ich habe dich auf der Gamescom leider verpasst, aber dafür sehen wir uns das ganze Wochenende. Ja, ich bin ja auch das ganze Wochenende da. Ja, ich freue mich. Morgen wahrscheinlich auch in der Rüstung. Dann suche ich dich morgen nochmal. Coole Pizza mit Camp, gefällt mir. Sehr gut. Shoutout an die Jungs. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ich habe schon so lange nicht mehr gesehen. Hast du jetzt schon ein Foto gemacht? Nee, ne? Nein, ich brauche kein Foto. Ich habe schon so viele Fotos. Wirklich? Ja. Oh. Aber mit einem wundervollen Krogi. Na gut. Oh, ist das schön. Ausnahmsweise. Olli, wo bist du? Hallo. Sehen wir uns auch endlich mal. Ja, ey, Olli, wo bist du? Wo seid ihr jetzt? Wir wollen euch besuchen. Ja, und das schon ist am Stand. Genau hier. Ab hier vorne. Ja. Unsere 13 Tourstation. Okay. Da geht unser Stand los. Ist Anna auch da? Was? Bist du jetzt auch gleich? Anna ist aber B2. Okay. Okay. Vorne, wenn reinkommst, okay, dann kommen wir dann gleich vorbei. Sehr gerne. Geil, Mann. Tschüss. So, also, jetzt, dann kommen wir damit. Ja, es geht gar nicht anders. Ist hier Pflichttermin. Fotopflichttermin. Noch mehrere. Ja, danke. Super! Bitteschön. Und jetzt auch mit den Pizza-Sweets. Jetzt sollen die Pizza-Sweets rankommen. Hammer, ey. Wie geht's euch? Alles gut? Ja, voll. Viele nette Menschen. Also hier waren ausschließlich nette Menschen. So, alle drauf. Alea, die beiden Boys. Ja, genau. So, alles gut. Genau so. Bitteschön. Sehr gerne, euch, schönen Tag ne? euch. Ja? Dankeschön. Danke. Tschüssi. Komm rein, ihr Lieben. Geiler Schirm. Grüß dich. Moinsen. So, Foto-Attacke. Attacke hier. Ich habe mir das nicht so vorgestellt heute. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Voll krass. Wir sehen nichts. Komm, wir gehen. Ihr könnt ja mitkommen. Wir gehen ein bisschen darunter. Wir gehen noch schnell. Ja, also weil. Damit man streamt an anderen Hintergrund zeigen. Du hast ja auch erst eine Minute gewartet. Sei ehrlich. Ich warte seit drei Wochen, dass ich hier. Ja, sag ich ja. Eine Minute. Eine Minute hier. Wir gehen jetzt weiter.
Shoutout an Olli von den Freuds. Ja, wir suchen mal die Dr. Freuds. Ja. Olli sagte ja, die hätten hier ihren Stand. Ja. Und ich glaube, da vorne sind sie auch schon. Die schön, dich hier zu sehen. Ey, das ist hier, dass man sich hier tätowieren lässt. Ich bin wirklich gespannt. Dass man sich hier tätowieren lässt, finde ich ja auch crazy. Das ist ja crazy. Nee, ich mach das. Komm mir nicht so an. Völlig verrückt. Das wird ja nicht was hier sehen. Schön, dich zu sehen. Der General, hallo. Guten Tag. Na, was ist das für ein Cosplay? Das ist ein Cosplay eigentlich von Spy X Family. Ah, okay. Aber meine ganze Truppe ist woanders dran. Ja, die Finger kennen mich keiner mehr. Aber es ist doch Hammer. Gefällt mir gut. Willst du ein Foto haben mit dem Alea? Ja, gerne doch. Ja, komm in der Mitte. Komm. Ich spreche es jetzt schon direkt an, ehrlich gesagt. Ich mache es jetzt einfach direkt. Ich zwinge jetzt einfach Fotos auf den Leuten. Ja? Ja. Ja. Nicht, dass hinterher es heißt, die waren so unfreundlich. Die wollten kein Foto machen, weißt du? Ja. Ach, stimmt. Nein, nein. Wir zwingen uns das direkt. Ach. Der Paul. Paul kommt auch mit drauf, wir machen jetzt Fotos. Hallo. Nein, alle zusammen. Foto. Wo ist dein Handy? Ach, ein wunderschön. Ja, wir sind ja hier im Doppelpack. Ja, klar. Du wolltest jetzt noch nicht gehen. Doch, ich wollte. Ich hab Hallo. Ich hab 15 Minuten. Ich will ganz kurz was essen. Servus erstmal. Ja, alle drauf. Der mit der Mütze. Der krasseste Drummer überhaupt. Dankeschön. Was ist das hier? So, alle drauf. Hammer, ihr habt es geschafft, Olli vor der Pause abzufangen. Das ist Olli. Pauli. Das ist Pauli. Ich bin durcheinander. Tut mir leid, mach eine gute Pause. Olli, voll. Nee, wir waren super super. Danke. Ja, klar. Nee, aber nochmal, ja. Mit Anna habe ich ja schon viel zu tun gehabt. Ja, ich weiß. Aber das ist mega gut. Man hat alle da. Auf der Eselstaverne und so. Schöne Pause. Das ist geil. Wir müssen auch mal was zusammen machen. Ich muss jetzt mit dir mitlaufen. Das machen wir. Aber wir sehen uns auf jeden Fall noch. Schöne Pause. Tschüssi. Danke. Sehr gerne. Schnell hinterher. Bist du nochmal bei Kack? Habt ihr gemerkt, wie er gar nichts? Mal bei Kack und Sack? Ja. Und zwar in der nächsten Folge, wo ich dabei bin, geht es um Kung Fu Panda. Interessant. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Bei Kack und Sack-Geschichten. Bei Daniel. Natürlich. Sehr geil. Selbstverständlich. Ja, alle super. Alle mega. Ja. Das hast du schon gesehen hier? Ich war jetzt vor allem erstmal bei Dr. Freud hier, beim Quiz. Bei der Show. Ja. Genau, die kommen, glaube ich, auch gerade von der Bühne, ne? Genau, die kommen gerade von der Bühne. Deswegen machen die jetzt auch Pause, verstehe. Genau. Okay. Ja, okay. Und gleich geht's ja weiter mit Colin. Colin ist um 16 Uhr, oder schon früher, weißt du was? Nee, um 16 Uhr. 16 Uhr gespielt, haben wir's. Ich glaube, das hat er. Oh, das sehen wir uns gleich an, das wird schön. Das wäre eine halbe Stunde. Dann gucken wir uns jetzt mal hier schön die Produkte von Dr. Freud an. Die sind nämlich auch nice. Mach das mal. Ich will mal alles Gute, gell? Ich euch weiter. Ja, danke schön. Alle so nett. Brauchst du Gummibärchen? Ich glaube, ich brauche sie nicht, aber ich würde eins nehmen. Brauchst du Gummibärchen? Brauchst du Gummibärchen? Ja, nehme ich. Hallo. Hallo, guck mal hier, wer alle da ist. Hallöchen. Hi. Na, wie ist der Tag? Gut. Ja? Und bei euch auch. Hallo. Hey. Die ganze Freud-Action ist hier. Leute, hier am Stand. Geht zum Shop, zum Stand von Dr. Freud. Denn hier gibt es zum einen wunderbare Copy-and-Taste-Bücher. Sogar schon Band 3, das ist insane. Mit den besten Rezepten aus allen Staffeln Copy and Taste, richtig? Richtig. Ja. Das ist sogar erstmal special für diese Messe. Ah, das kannst du noch nicht kaufen, oder? Also sonst woanders? Nein. So hier. Wer kauft jetzt? Kauft ihr? Ja, hol dir jetzt. Ich will sehen. Ich will sehen, wie das hier über den Tisch geht. Warte, du machst Katsching gleich. Ja? Wenn das Geld über den Tisch geht, machst du das Katsching-Geräusch. Ja. Mal zusammen, auch im Chat, okay? Alles gut? Super, ich überlege gerade, ich will gleich dieses Buch sehen. Ja. Alle drei? Ja, muss ich auch haben. Das sind ja nur 45 Euro. Die, ich jetzt, ja, die besten deines Lebens. Die besten. Kann ich mal sehen? Hast du Katsching gemacht? Ja, hab ich. Okay. Ja, Katsching auch. Das war mir wichtig. Und wie glücklich er ist. Nee, ich will nur, was ist das beste Band von denen? Der beste? Ja. Das sind alles Best-ofs. Nee, was ist denn, also wo sind denn die leckersten Gerichte drin? Der geht nicht besser. 1, 2 und 3. Nee, 3. Ich kaufe mir doch jetzt nicht 3 Kochbücher, wenn ich nur alle Jubeljahre mal den Backofen anmache. Ja, aber dann hast du mehr Auswahl. Das ist schön. Ich nehme das. Ich kaufe jetzt das. Weil er mich belabert hat. Halt, kannst du mal halten? Ich kaufe das jetzt. Habe ich Bargeld? Hier. Ich kaufe das jetzt. Katsching. Katsching. Kui. Wir müssen noch bei Luffy die Welt bitte. So, ich habe jetzt ein Buch gekauft von Dr. Freud, von meinen Freunden. Wollte ich nur sagen. Katsching. Ist doch gut. Dankeschön. Seht ihr? Und wie glücklich bin ich? Sehr. Aber ich werde auch daraus was kochen.
Was kochst du am liebsten? Also ich mag wirklich, ganz ehrlich, Kartoffelbrei und Sauerkraut finde ich richtig geil. Voll geil. Ja, wirklich, bin ich ganz ehrlich. Und in den richtigen Kartoffelbrei muss aber auch richtig viel Fett rein. Ja, hätte ich für Butter. Das ist ja nicht geil. Ja, also wir haben sie beide noch gesehen, aber ist Flo auch hier? Ja. Alle da? Wir haben gerade nur Paul und Olli weggehen sehen. Ja, guck mal, der kann immer so weitergehen. Wo ist das? Ja, klar. Ja. Okay, genau. Das gucken wir uns natürlich auch. Flo, wir gucken uns ja noch von seiner Lakritz-Überdosis. Lecker. Guck uns an. Ich brauche oder was aus dem Kochen. Ja? Ich habe gar nicht verhandelt. Ich hätte sagen müssen, okay, ich nehme das, aber nee. Ich brauche noch was Geiles dazu. Ja, für meinen guten Freund Alea. Du kriegst diesen wunderbaren ein Tattoo. Ein Tattoo. Diesen wunderbaren ein Tattoo. Ja. Ja, den kriegst du jetzt. Beste Farben. Ja, die Farben sind Hammer. Voll geil. Danke heißt das. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Wollen die auch wirklich sein? Ich kann es hier verwahren, wenn du willst. Ich kann es ja, auch. Ja, tu's in dein Täschchen. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zur Bühne, oder? Dankeschön. Danke, ihr Lieben, bis dann. Blut für die Welt sehen wir uns, ja. Ich weiß nicht wann, Samstag, Sonne, ich bin aber irgendwann da. Ja? Tschüss. Ja, alles Gute euch, ciao. Wohin? Darf ich euch vorher noch kurz stören? Ja, natürlich. Mögt ihr irgendwo auf meine Jacke unterschreiben? Er fängt an. Die Jacke ist geil. Die Jacke ist Hammer. Sieht sogar aus. Sie ist aus wie so ein badass Motherfucker, ey. Das ist wirklich oder? So ein bisschen finde ich richtig geil. Wirklich. Choose to be brute, Alter. Hammer. Okay. Hast du die selbst designt, oder? Ja, also gekauft und dann ein bisschen. Ah, okay. Ey, ist so Hammer. Ja, badass Motherfucker. Das ist einfach der Gaming Badass Man. Hör mal. Da vorne ist Mortis. Hallo Mortis. Soll ich noch ein Bild machen? Hier oder was? Ja, von uns. Ja, das sind ja alle, von der ganzen Crew. Ja, das war mein. Das ist mir auch dann. Warte, pass auf, ihr kommt hier in die Mitte. Oder gibst du es mir? Ich mach ein Foto von uns. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal gemacht, irgendwie wird's hier. Naja, mit vier Leuten ist schon schwierig, aber wir schaffen das. Super. Ja, ganz vorsichtig jetzt. Ganz vorsichtig. Irgendwie alle zusammen. Also, pass auf. Näher, ja. Ja. Bitte schön. Danke. Ja. Danke sehr. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Jetzt gehen wir mal irgendwo da durch, damit wir uns mal einmal diese Bühne angucken. Was war in letzter Zeit das geilste Spiel, was Wukong du angezockt hast? Wukong. Ja. Nein, ich spiele immer noch Wukong. Und das ist auch übrigens elendig lang. Und das elendig möchte ich austauschen durch fantastisch lang. Ja, also es ist wirklich. Ich bin jetzt im Chapter 4, Kapitel 4. Und dahin zu kommen, von der Stelle, wo du gerade bist, wo du sagst, dass du weitergekommen bist mit diesem Kellogg's Frosties Tiger, ja. Das dauert noch ewig. Und dann ist es immer noch nicht durch. Also es ist wirklich ein super langes Spiel. Und ich mag aber den Schwierigkeitsgrad, weil du hast zwar eben diesen Tiger-Dude, der schwer ist, aber viele Bosse kannst du ja dran angewöhnen, ja, und lernen. Ja, das war Spaß, wenn wir da so durchgehen. Also ich mag eigentlich nochmal vielen, vielen Dank, dass du jetzt unser Kamera. Habe ich gerade auch schon gesagt. Das ist insane. Richtig geil. Das ist ein so lieber Typ. Und er sagt auch, es passt. Aber wenn nicht, sag ehrlich, ja? Du weißt, wenn du heute auf die Party reinstößt. Ja, der Nerd. Das Nerd. Der das Nerd. Das ist wie das Bo. Du bist das Bo, das Nerd. Alles klar. Heißt du bei Instagram der das Nerd? Das Alea. Ja, Conti! Ja, aber der das Nerd, verstehst du? Egal. Hallo, Conti. Moin. Hallo, grüß dich. Von mir, Crunchy. Ah, Crunchy Cosplay hat das meiste jetzt von meinem Deadpool mir besorgt. Maske und so weiter. Jetzt hat er irgendwie die Desert Eagle gemacht. Die liegen jetzt bei ihm im Auto. Die kriege ich nachher. Die habe ich oben in der Creator Lounge einfach. Ach geil, voll geil. Ja, mega. Also wenn du mal ein Deadpool Cosplay brauchst, er ist der Mann. Ich hätte gern Scream. Geht auch Scream? Nein, ich brauche das nicht. Ich finde das aber mega geil. So sieht es dann aus. Ja, okay. Das ist wirklich. Alter, das ist ja insane gut. Ja. Das ist ja insane gut, Leute. Schaut es euch an. Den Namen kenne ich auch. Das ist gut. Quantis Cosplay kenne ich. Er hat so eine geile Nummer gemacht gehabt bei Conventions. Und zwar. Kennst du ja Death Note, ne? Ja. Und er ist als Deadpool hin zu allen möglichen Leuten, auch zu Celebrities und so, und hat ihm zum Unterschreiben das Death Note gegeben. Ah. Und die fanden das dann total witzig und haben da was reingeschrieben, wenn sie es zugemacht haben, was. Das Sex Note stand da. Sex Note.
voll gut. Hammer. Voll gut. Das ist insane. Aber es ist doch geil, die Storys, oder? Was immer passiert. Man kann halt machen, was man will. Es ist, naja, okay, fast alles so, ne? Aber es ist halt, man erwartet halt schon irgendwo im Graben. So, du ne? bist der moderne Hofnarr und das ist das ja. Geile. Ja, das ist echt geil. Das ist echt das schön. Das macht Spaß. Und dadurch, dass man halt rumlaufen kann, keiner weiß, wer man ist. So. Man ist natürlich, ja, irgendwie die Leute erkennen das Cosplay so, aber es ist halt ein bisschen Anonymität. Nein, so, es ist auch ganz geil. Aber ich finde, bei Deathpool ist es so, du hast auch viele Kostüme, die scheiße aussehen. Ja. Und ja. Also weißt du, und deswegen ist es geil, wenn du ein gutes hast. Ja, es ist halt bei Deadpool fängt halt schon für sehr, also günstig, billig aussehende Cosplays sind trotzdem schon sehr teuer. Also ja? Es ist halt, ja. Ja, okay, also wir dann bewegen uns ja in einem Bereich, das ist krank. Der ist, ja, das ist ein Kleinwagen so. Und was meinst du? Alter, was? Ja, okay, aber dann kann man darüber sprechen, was das kostet, das Ding? Also der Anzug, den habe ich jetzt gebraucht, irgendwie vom Fabi geerbt. Der hat ja. zu viel gepumpt, hat nicht mehr reingepasst. Ja. Und dann habe ich den zum guten Kurs gekriegt. Aber der Anzug kostet dann neu von Profession Cosplay 4.000, nur der Anzug. Das ist richtig krank. Na, aber ich verstehe es. Aktuell kostet der für Deadpool 3, kannst du das All-In-Set bei denen kaufen. Das kostet dann 6.500. Alter. Plus Versand, plus Zoll und so weiter und ja, so weiter. Ja, da kommt einiges drauf, ja. Mhm. Ja, hast du halt das Beste vom Besten so, ne? Ja gut, ja. Du willst auch da nichts haben, was sofort auseinanderfällt, so, weißt du, das verstehe ich. Das du schwitzt ja auch noch ein bisschen drin. Ja, also auseinanderfallen tut es so oder so immer irgendwann, weil ja. man geht als Deadpool ja auch nicht nur rum, ne? Also mein bestes ja. Beispiel, du, man posiert, man läuft, man springt und so weiter. Dazu ist halt eigentlich ein Cosplay halt nicht gedacht. Ja, so, krass, und dazu, dafür braucht man halt schon was mega Gutes. Ansonsten. Also das Ding, was ich jetzt habe, das fällt auch ein Butterfly-Kick und so aus. Also, alles machbar. Ihr seid alle crazy. Ich liebe es. Bei mir hält es nicht aus, aber weil ich es nicht kann. Ich liebe es. Ja, wir gucken uns mal hier die Stage an, wo gerade nichts los ist. Schön ruhig. Ist auch wir geil. Sehen uns heute Abend bei der Party. Ja. Party. Ja. Mach's gut. Bis später, ne? Bis dann. Wie kommst du da hin? Weiß ich noch nicht. Wir können ja mal schreiben. Bis dann, ne? Cool. Ja, kleine Frage. Ist das möglich? Ja, bitte? Können wir ein Foto voneinander machen? Ja, komm, aber es gibt heute nur Paar Fotos. Wir machen heute nur ein paar Fotos. Also komm rein hier, klar. Kommt rein, ja, genau. Ja. Also klar. Herzlich willkommen in der zwischen den Verrückten. Ja, zwischen ja. den. In der guten Welt. Ja. Du musst auf dein Handy irgendwie gerade klarkommen. Ich bin gerade nur lost. Okay. Achso. Voll yes. geil. Danke, vielen Dank. Tippitoppi. Alles Gute euch. Lieben. Ja, ciao. So, jetzt gucken wir mal einmal hier. Mein Lieber, ey. Hier ist Random. Du bist gerade. Das ist ja für Random, dass du auf der Polaris bist. Bitte? Das ist ja für Random, dass du auf der Polaris bist. Mich kennst du wahrscheinlich nicht, Anschwien. Auf der RPV. Ja. Da war ich auch als Helfer mit dabei. Okay, da bin ich den ganzen Tag dann als Geralt rumgelaufen, ne? Auch, ja. Das war auch geil. Aber hab ich auch spielen. Sehen und gehört. Ach, bei dem, genau, wir hatten ja das Panel gemacht und alles mit Ulysses. Wir müssen noch unbedingt zu Ulysses an Stand irgendwann. Weißt du, wo die sind? Da ist eine Tabletop-Area in dem grünen Bereich. Ah, okay. Ist das, gegenüber der Artist-Area. Alles klar. Ja, Mensch, mega. Können wir dir was Gutes tun? Oh. Ein kleines Foto. Dann komm zum Schluss, sehr gerne. Oh, machen wir nicht. Weißt du was, ich halte es, mach das. Kann auch. Ja, dann ist es gut. Dann ist es halt. Perfekt, Dankeschön. Schön, sehr gerne. Euch auch. Weißt du, was wir machen? Hallo, wollt ihr auch ein Foto haben? Ja, das wäre cool. Komm, schnelles Foto. Komm dazwischen hier. Komm, ganz flottes Foto. Das ist total nett. Sehr gerne. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Habt eine geile Zeit. Jetzt gehen wir mal einmal gucken, das ist ja krass. Ja. Einfach mitkommen sonst. Genau. Kommt einfach alle mit, wir müssen mal Meter machen. Wir haben ja auch hier eine Bringschuld. Ja, von, ja absolut. Von den Leuten daheim. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich ja Gast sein darf in deinem geilen Stream. Ja, ist ja klar. Wir haben ja schon irgendwie, es tut mir leid, dass ich so schlecht erreichbar war, weil einfach immer was war. Ja, natürlich, ich weiß auch, wie es ist. Ja, und du bist ja auch, Gott sei Dank, nie pissed, aber es ist einfach crazy. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ja, hier, guck mal, hier ist schon die Rocket Beans, die Raketenbohne. Das heißt, Colin wird hier gleich irgendwas machen. Ich bin gespannt. Guck mal, da winken wir. Hallo, winke, winke. Hallo, winke, winke. Alea ist auch da. Ja. Alle da. Hallo Lydia. Hallo. Muss auch winken. Ja. Wann geht's denn hier los? 16 Uhr. Wann geht's denn hier los?
Das ist in 20 Minuten. Ja. Das ist ja okay. Ja, dann warten. Wir haben hier gerade so einen Chat dabei, Livestream dabei. Dann müssen wir 20 Minuten was anders machen. Ich kann mir ja nicht 20 Minuten aufhalten. Wir laufen einfach noch ein bisschen rum. 20 Minuten machen hier Dinge kaputt. Ja, jetzt hat man wieder ganz. Ja, wir also reparieren die auch. Container und alles haben die aufgebaut. Das ist von der Polaris aufgebaut. Genau. Also wir sind hier gerade nur zu Gast und haben den Tisch mitgebracht und die Deko. Aber das Couch-Setting und so weiter, das kommt von hier. Aber das ist doch sau gut. Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Easy. Die Polaris, ich hatte gehört gehabt, das ist was, ist eine Gamer-Messe, Cosplay-Messe, ist ein bisschen was Kleineres. Und dann komme ich hier rein und sehe diese Deko. Ist doch guck dir mal die Tribüne geil an, wie krank ist das? Das ist richtig geil. Und jetzt geht's um Essen und nicht um Zocken. Ja. Also total. Und wie heftig ist das bitte? Also, denn Essen geht uns alle also was an. Mal reinziehen. Ja, wirklich. Ja. Wir lieben alle Essen. Das ist ja sowieso so eine geile Sache, dass sich die gesamten Communities so ineinander merchen mittlerweile. Ja. Früher war Twitch einfach rein fürs Zocken da und mittlerweile gibt es so viele Leute, die geile Kochstreams machen, die geile, was weiß ich, Artcrafting-Streams machen und alles mögliche. Twitch ist einfach ein mega schöner Platz für alle. Kommt das zu Twitch, falls ihr es noch nicht seid. Ihr Twitchers. Was ist Backstage los? Diese Stimmung? Ja, die Crew von Nerdstar, die macht gerade Pause. Ja. Und unsere Crew, wir sind ja gerade erst gekommen. Workaholics. Die sind natürlich schon, die Scharen mit den Hufen und die sind jetzt gleich ready. Klar, okay. Ja. So ist es immer. Es gibt immer die Leute, die Pause machen, die dann die arbeiten für die mit. Ja, sonst funktioniert das nicht. Lydia, viel Spaß. Ja, euch auch. Dankeschön. Wunderschönen Tag. Mich gefreut, ja? Tschüssi. Das ist ja nur herrlich. Da gehen wir Backstage, oder was? Und mal hinter die Container gucken. Ja, gerne. Lass hinter die Container gucken. Mal gucken, was da los ist. Die Container sind Hammer. Bin ich bei dir. Das ist, also ich finde, das ist eine so geile Idee, einfach eine krasse Stimmung in der Halle zu machen. Ja, passt so gut zu Hamburg, finde ich ja, ne, mit den Hafen. Voll. Das ist schon, ja, schön. Aber das ist doch vom Aufwand heftig, oder? Das ist ein echter Container, das ist ja keine. Ja, ja klar, ich meine, vom Aufwand ist das schon riesig, aber es ist genauso groß, wie wenn du jetzt hier eine große Bühne hast. Hallo. Die stehen schon. Hallo, Grüße. Komm, wir gucken mal einmal ganz vorsichtig. Warte mal ganz kurz mit der Kamera. Gucken wir mal kurz. Ah, ich nick. Ja, bitteschön. Ja, klar. Da kommt das Profi direkt. Ich sehe keine Menschen, die ich kenne. Okay. Ich sehe keine Menschen, die ich kenne, dann traue ich mich nicht da reinzulaufen. Ja, dann will ich nicht. Hallo. Ihr könnt gerne auch weitergehen, wenn ihr jetzt keine. Nee, komm hier rein. Kommt dazwischen, alles gut. Komm, komm in die Mitte. Sehr, sehr gerne. Oh, das ist mega, danke schön. Die Leute von, die mit den Computern in den Kästen, also in diesen Koffern von Pogo oder so. Poga. Ja, Poga, genau. Die haben schon gesagt, also, sie hätten euch auch gerne noch mal da gehabt. Ja, ja, aber wir sind ja noch nicht weg. Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich habe Poga, geil. Ich habe ihn auch im Auto liegen. Ja? Ja, klar. Ja, genau. Wenn du einen hast, will ich auch rein, das sage ich denen gleich. So. Ah, oh, cool, vielen Dank. Gerne. Danke euch. Wo sind die denn? Das heißt, in einer anderen Halle wahrscheinlich, ne? Ja, genau, auf einer Halle. Wir müssen, also ihr geht jetzt hier raus und dann eigentlich direkt so links und dann direkt auf der rechten Seite. Wir gehen mal hier so lang, Alea, dann haben wir nicht alle Leute so am Start und gehen mal in die andere Halle rein, würde ich sagen. Super, machen wir. Cool. Wir schaffen das. Ja, Dankeschön. Tschüssi. Was ich halt geil finde an dem Koffer ist, das hat einen geilen Bildschirm drin. Das ist ein Gaming-Koffer, Das ist ein Gaming-Koffer. Ich habe die Playstation drin liegen. Ja. Und oben ist der Bildschirm eingebaut. Ja. Und da ist halt nur so ein kurzes Kabel drin, wo dann direkt die Playstation, alles ist komplett angeschlossen. Ja, okay, du klappst einfach geil nur auf. Und das Ding ist fertig. Von außen machst du einen Netzstecker dran. Und für dich ist es natürlich vollkommen klar, dass du das brauchst. Unterwegs. Tour live. Exakt. Und das Ding ist halt safe. Das ist geil. Das ist mega geil. Und ich habe mir jetzt halt noch ein Verlängerungskabel für ein HDMI mitgebracht. Alter. Wenn ich dann. Hi! Servus, ja, wie geht's? Alles gut? Aber. Grüß dich, hallo schön, Michael. Ja. Hi, grüß dich. Hi. Hallo, grüß in die Runde. Bitte? Hast du hier auch einen Stand? Nee, ich bin nur Hangaround. Ah, okay. Ja, wir sind alle so Hangarounds. Wir sind alle Hangarounds hier. Geile Karren hier bei euch, ey. Hammer. Geil. Lieb ich ja. Schick. Die Lackierung macht ihr die selbst, oder? Folierung. Folierung, okay, geil. Ja, mega. Das ist schon geil. Der Cyberpunk ist geil. Das ist meiner. Ah, der ist Killer. Der ist echt Killer. Fett, richtig geil. Kriegst du das durch ein. Ist das in Deutschland? Kriegst du das auf die Straße?
Geld zugelassen. Ja? Auch alles eingetragen. Hammer. Ja, es darf nur nicht, wie war das? Wenn es zu stark reflektiert von den Folien, dann genau. Gibt es ein Problem, ne? Und dann die halt Matrix, ja, gut, hast du keinen Toppel, ne? Ja, ja, mega. Voll geil. Ultra. Hallo, guck mal, das ist perfekt fürs Auto. Ganz genau. Wirklich, perfekt. Besser geht's gar nicht. Ja, komm, gucken wir uns an. Schönen Alles Tag euch. Ja. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Ciao. Hammer. Das sieht mal wieder amtlich aus bei euch. Sehr schön. Aber seid ihr mit dem Auto gebucht hier? Oder? Nein. Zufall. Das ist, Zufall. Also. Ja, müsst ihr auch. Sein Auto, der Herr da vorne. Hinterm, welcher denn? Der hinterm Tresen steht, der linke jetzt. Der linke von meinen. Ah ja, alles klar. Einfach mal sagen, cool. Da freut er sich. Ja, ist klar. Voll geil. Das Spiel auch ziemlich viel gespielt. Ja, ich liebe das. Jetzt komm ich mal dabei, ne? Ja, ich bin mit wie heißt das, Phantom Liberty? Ja. Bin ich noch nicht durch. Ja, grad, nee. Ich spiele jetzt endlich mal das Hauptspiel. Ja, es ist mega. Keine Ahnung, wir haben schon seit Anfang an irgendwie gecosplayt, als wir es halt noch mit der Via und sowas, jetzt Adrunner und dann nochmal die Adrunner-Dinger rausgeholt. Aber ich habe selbst noch nie gespielt. Ey, lohnt sich und es ist auch gar nicht schlecht, dass ihr ein bisschen gewartet habt. Also, ja, genau. Am Anfang haben wir es auf PS4 gespielt, ja, das war eine Katastrophe. Da war ich auch so, ich habe auch so ein bisschen an so einem Bericht mitgewirkt und habe ich auch gesagt, die PS4-Version war eine Frechheit. Aber jetzt ist es geil. Also, schönen Dank euch. Ja. Ciao. So, jetzt lass uns, wir müssen irgendwo, wir dürfen die Leute nicht enttäuschen, natürlich kriegt jeder ein Foto. Ja, ja, klar, aber wir wollen ja auch Meter machen. Ganz genau. Dann gehen wir jetzt halt mal schnurstracks. Ja, gehen wir mal einmal durch. Ja, ich hab mit dem, geht's bei dir? Passt das? Du bist der Geilste, ey. Du bist echt der Geilste. Scheiß, ey. Wirklich. Das Nerd ist hier die ganze Zeit am Start und filmt uns. Einfach nur insane. Richtig geil, mein Lieber, dank dir. Also, dein Instagram-Account muss aber eigentlich das Nerd sein. Das ist einfach geil. Das ist nämlich angelehnt an das Bo. Der hat es auch gemacht. Ja. Fand ich witzig. Hallo, darf ich dich kurz stören? Hi, darf ich ein Foto mit dir machen? Ja klar, es gibt heute noch ein paar Fotos mit Brogi und mir. Ja klar, machen wir. Also mit euch. Ja. Ja, es war... Sehr gerne. Ja, komm, in die Mitte, da wird ja schon... Genau. Machen wir easy. Das ist mega. Ich war in Gießen auf eurem Konzert. Ich hab's mega gefeiert. Ja, ist ja auch ein Top-Typ. Das kann man ja so feiern. Ja, hau rein. Ja klar. Seid einfach switchen. Ich tausche gerade kurz durch. Weil wir müssen dringend noch in die anderen Hallen und wir kommen irgendwie. Ja, dann tauscht ihr kurz aus. Ist ja, ja, das kann ich sowas von nachvollziehen. Dann kommst du ja mal hier rein. Jawohl. Bitte schön. Hammer. Dankeschön. Hammer, ey, ihr seid alle nice. Oh, alles Gute, gell? Bis dann. Die kennen wir auch. Warte, das ist gut hier. Die kennen wir. Das ist nämlich der gute Ian. Genau, die letzten drei. Und oben nochmal Josie. Hey, Krogi! Hallo, mein Schatz! Das ist mein Bankkollege. Guck mal, wenn ich wirklich. Ich hab den Alea mitgebracht. Hey, wisst ihr was, ne? Wir wollten gar nicht reincrashen, aber ja, ihr sitzt gerade so. Wir haben gerade gesagt, ah ja, der Krogi, der ist so ein scheiß Energiebündel, ey. Hey. Die ganze Power her, Alter. Ey, Glückwunsch, das ist voll schön hier. Ja, schön, dass du okay. Es ist voll... Mega krass. Voll, ey, das Bild ist so geil bei euch. Es ist so Hammer. Wirklich. Hast du ein Eichhörnchen gefunden? Habe ich noch nicht. Ich bin jetzt erst angekommen. Eichhörnchen ist da im Container. Wir gucken uns das mal wieder auf. Geil. Alter. Frame One am Start, Leute. Yeah. Love it. Schön, dass du da bist, ey. Richtig. Ja, wenn du Zeit hast, dann komm nochmal rein. Ja, auf jeden Fall. Wir machen einmal einen kleinen Gang und dann komme ich irgendwie nochmal wieder. Ja, mach das, ne? Geil. Alles Gute, gell? Geil. Okay. Viel Spaß euch noch, gell? Ja, tschüss. Komm, wir gehen mal gucken. Alles Gute, gell? Ja. Ciao. Ciao. Wir einmal gucken, einmal kurz gucken. Ich zeig dir was. Hier, das Bild da. Das kommt von Michael Krogmann und das trägt den Titel. Ach du Scheiße! Das trägt den Titel. Haben wir noch Peps? Das hast du fotografiert? Das habe ich fotografiert, ja. Stark. Haben wir noch Peps da? Was hast du da für ein Objektiv? Das war 800 mm. Also so ein Ding. Richtig krass. Krass, aber es ist halt wirklich so geil, wo man so jedes Haar erkennen kann. Alles. Ja, das war schon. Und süß, Eichhörnchen. Jetzt können wir raus. Alle anderen Bilder sind Hammer, aber brauchen wir jetzt nicht angucken. Kommt doch selber her. Werde ich herablassen gefahren. Alles mega. Dennis. Ist doch schön. Mega gut. Mega gut. Cool, jetzt haben wir die auch schon gesehen. Das ist toll. Also das ist
Ian. Ian ist der Bruder von Budi. Mhm. Und Budi hat bei Giga ganz maßgeblich mitgewirkt, Giga Games, und dann mit Game One hat er das quasi initiiert, dann Game Two, Rocket Beans, ne? Ja. Genau, was gibt's hier? Da gibt's irgendwie kleine, weiß ich nicht. Ja, und er macht jetzt dann Fotostreams, oder? Ne, also Ian streamt auch, genau, und Ian hat voll den krassen Fotografie-Skill, Film-Skill, also das ist wirklich richtig gut. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie sie es geschafft haben, dass sie jetzt hier eine Ausstellung haben, aber die beiden zusammen, also Ian und sein Bruder Daniel, die machen da halt jetzt so eine Fotoausstellung, genau. Ja, geil. Ja. Das hat zum Mordes, oder? Ja. Foto von Und bei heute gibt es nur ein paar heute Fotos. Heute machen wir Doppelpackfotos. Also, grüß dich. Sagst du Bescheid, weil. Das kriegen wir hin. So, jetzt kommen wir alle her hier. Nee, muss Foto machen. Ja, jetzt kommen wir alle. Darfst du Foto machen, du Runde? Mach mal sofort, gerade einen Moment, gell? Hallo, Grüße. Ah. Hallo, Krogi. Hi. Sehr geil. Dann komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Super, klaro. In Herrschaften, wenn ich die mal die Chance habe. Na klar. Kann man alles schon wechseln? Da, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Ich guck da nur meinen Stream. Ich danke euch. Ja, schönen Dank euch. Ja. Hallo? Komm auf die. Wir machen heute nur ein paar Fotos. Ja, klar. Hallo. Klaro. Bitte schön. Ja, geil. Ich habe mich mit Kissen Dynamite aus der Küche zusammen gesehen. Ach, geil. Ja, genau. Und deswegen schon eine Ewigkeit, seit Herzen war das, ja. Ich glaube ich 14 bin. Und, ja, bei mir das Firma ja. Guck an. Das ist ja geil. Was für eine Firma hast du? Auch eine geile Band. Ja. Ich habe keine Firma. Wir sind super befreundet. Ne? Okay, ja. Was habt ihr gemacht? Man macht ja das nächste zusammen. Die sind ja jetzt erstmal auf Tour. Bitte? Die sind ja jetzt erstmal auf Tour. Macht ihr nochmal danach was zusammen? Ja, wer weiß. Also im Moment weiß ich so richtig gar nicht, was alles geplant ist. Okay. Also schön, dass ihr auch da seid. In Hamburg, am Montag bin ich auch im Studio. Rumlaufen. Macht auch Spaß. Wir machen gerade so einen Livestream. Und laufen ein bisschen über die Messe. Was alles kommt, ne? Ja, ist ja gut. Aber dafür ist ja da, alles ist ja nicht schlimm. Und jetzt gehen wir alles ein bisschen Gute, rüber. Gell? Ciao, viel Spaß und, noch. Und gucken wir einfach mal. Hi. Ihr wollt auch? Ja, kommen wir gleich auch hin. Kommt dazwischen? Gleich ist ja auch schon soweit. Kommt dazwischen? Ja, kommt dazwischen. Hier. Einfach in die Mitte. Dazwischen? Kommt hier rein. Super. Genau. So. Super. Wer macht Foto? Stimmt. Ja, brauchen wir nur noch ein Foto. Lieb ich. Der Unsichtbare da. Guck mal, Kunst. Ja, du bist. Das Nerd ist ist krass, ey. So, da haben wir es. Das Nerd. Das Nerd-Beste. Wirklich. Was? Ja, perfekt. Ist so. Alles klar. Ist so. Sau gut. Nächstes Mal auf dem MPS. Kann. Alea, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Alles Gute, gell? Dankeschön. Alea, danke. Schönen Tag euch. Macht's gut, gell? Ja, klar. Komm in die Mitte hier. Oder willst du nur ein Foto von ihm? Alea. Ohne dich. Das geht immer. Lass meine Frau das Foto. Alea, komm in die Sau geil. Das waren auch meine Liebsten, ey. Das finde ich sau gut, das Ding. Das ist geil. Meine geworden. Freundin eifersüchtig. Ich will es nicht. Ja, ich frage dich, wann das jetzt. Bitte schön. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ne, Poolmaske. Darf ich mal sehen? Ja. Selbstverständlich. Was möchtest du fragen? Ohne dass das blöd kommt, diese Frage. Ja, ja. Dein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Ich kann dich gerade nur 0,0 einordnen. Oh, ja, also ich mache was. Pornodarsteller. Ich bin sehr schlechter Pornodarsteller. Nein, bei Rocket Beans arbeite ich, bei Game 2. Weißt du? Daher musst du es kennen. Ich wollte erst irgendwas anderes sagen, aber du hast so nett gefragt. Ja, deswegen habe ich dieses Chance. Nein, genau, aber ich finde, man kann immer dann irgendeinen Scheiß erzählen, aber du hast so nett gefragt, deswegen habe ich mir nicht getraut, das auszunutzen. Ich stand da die ganze Zeit und habe mir gedacht, okay, meine Fresse, das Gesicht kennst du. Von dir konnten sie beantworten, dass du Sänger von der Band bist. Muss ich sagen, sagt mir so spontan nichts, aber macht wahrscheinlich super Musik. Ja, nicht schlimm. Also, ansonsten auch Cosplayer, ich habe auch einen Pool. Man kann aber auch nicht alle kennen. Nein, weißt du, deswegen macht ihr keinen Kopf. Das ist so eine Reizüberflutung von Menschen, es ist crazy. Es ist cool, aber crazy. Ja. Dementsprechend, ich stand da die ganze Zeit und habe mir nur gedacht, irgendwo kenne ich dich. Ja. Aber ich konnte dich null einordnen, aber. Ich will gar nicht weiter stören. Easy. Ihr könnt gerne kommen. Alles denke ich gut, gell? Dankeschön. Mach's gut. Nett gefragt. Behalte diese Art bei. Die war gut. Immer noch. Danke. Ja. Danke. Ciao. Ihr Lieben, komm, mach mal ein Foto. Dran. Immer noch alle nett. Immer noch alle sehr nett. Natürlich. Ja, er hat uns auch schon gefragt. Ja, wo kennt man den eigentlich mit dem Schwarzgelben Hoodie? Ja, komm, ist egal. Woher kennt man diese Menschen alle? Na, dich sehen wir überall. Auf der LBM bist du uns auch schon über den Weg gelaufen. Und auf dem MPS. So,
Leipziger Buchmesse, gell? Waren wir ja auch. Ja, klar, im Austausch. Da hast du leider gerade keine Zeit, da warst du wahrscheinlich auf dem Weg irgendwo hin. Ey, es war so. Da hat man wahrscheinlich das Panel gerade. Ich kann auch das Foto machen. Ich mach das Foto von euch jetzt. Ja, dann mach du das Foto, alles gut. Komm, dann mach du das Foto. Cookie, komm dazu. Klar. Bitte schön, sehr gerne. Das ist auch cool, dass du überall immer zu finden bist. Ja, auch auf der Leipziger Buchmesse. Ja, klar, kannst du auch vorne machen. Dann vielleicht kannst du einmal abdrücken für... Oder doch schon ein? Okay. Du bist der Krummmann. Hallo, warte ganz kurz. Ich war ja gar nicht. Oh, warte mal. Warte mal. Super. Vielen Dank und schönen Tag. Danke, gleichfalls. Grüße, Grüße, Mann. Alles gut? Volle Kanne. Moin. Hallo. Er ist der Geilste. Ja. Was machst du für Sachen? Ja, erklär mal, was du machst. Was ich mache? Ja. Nerdistan, wir machen Gaming-Events. Okay. Aber richtig geile. Genau. Also wirklich, yes, das ist eine gute Adresse auch für dich. Manchmal hat er auch. Manchmal Events, kann er auch was. Manchmal hat er auch Events mit Gaming und Mucke kombiniert. Okay. Genau. Auch. Wir machen zum Beispiel, keine Ahnung, letztes Jahr so Splash, Full Force, Melt, hatten wir so eine eigene Arcade Hall, die wir da aufgebaut haben. Ja. Und so. Jetzt bin ich für Fritzbox hier. Ah, okay. Genau, Turniere ein bisschen. Ist Willi ist nicht da, ne? Nee, Willi ist nicht da. Kennst du Timur? Ja, Timo kann ich. Timo und Teggy, die kommen auch. Ach so, ja, die kommen. Hast du schon mal mit Backen gequatscht? Ob die Gaming? Hab ich, habe auch für die ITCS mal gearbeitet. Mhm. Und Sabrina macht das ja jetzt. Ja, und genau. Dann ist meine Freundin Sigi da nochmal zu ihr hingegangen und meinte, ey Sabrina, wir müssen daraus warten. Und dann meinte sie, ja, ich habe gehört, ihr seid jetzt richtig teuer geworden. Das ist ein guter Start, oder? Total guter das ist Start. Mal, da weißt total du, das ist immer, wir haben gerade Livestream, ich wollte es nur sagen, wir haben, nur dass du Bescheid weißt. Ist mir doch egal. Bevor, ja, das ist, wir sind sehr teuer. Nein, sehr bislang teuer. War ja auch alles gut. Ich wollte sagen, bevor es abdriftet, es kurz, hilft nicht ab. Kurz nochmal hinweisen. Nee, aber das ist gut, weil dann, ich denke, das ist ja eher eine Wertschätzung für uns. Ja, ist es auch. Und deswegen, ich hatte mega Bock auf Wacken. Wir haben das ja schon mal gemacht und daraus ist so ein bisschen meine Idee gewachsen, weil ich fand, dass da eher Semi, eher Gamer geht so freundlich und deswegen wollte ich das irgendwie besser machen. Ja, aber ich glaube, dass da im Moment Bestrebungen passieren, gerade jetzt mit dem nächsten Thema, was wir nächstes Jahr haben. Was haben wir für ein Thema? Da wird es endzeitlich und modern. Wieder Wasteland rein oder was? Oder? Nee, noch mal ein bisschen anders da. Also okay. So Attack on the Worlds oder so. So Cyberpunk-mäßig. So Sci-Fi. Ja. So Sci-Fi-mäßig. Mega. Deswegen, das könnte vielleicht ganz gut passen. Oder? Ich glaube auch. Das ist alles schnacken. Oder? Wir müssen alle Köpfe zusammenstecken und dann was Geiles machen. Wie immer. Wir haben ja bei uns auch gemerkt, dass es die Verbindung von Gaming mit uns, mit als Band, was super funktioniert. Das ist die Leute. Du warst auch im Elbenwald auch nicht, oder was? Genau, wir haben auf dem Elbenwald haben wir auch gespielt. Ja. Da machen wir zum Beispiel auch die Gaming Area auf dem Elbenwald. Genau. Aber das ist einfach genau. Geil. Dann habt ihr irgendwann noch in Berlin gespielt. Ja. Und dann meinte nämlich meine Freundin, die war nämlich auf dem Konzert, da war ja irgendwie so ein Event, da meinte nämlich auch, dass du Hardcore-Gamer bist. Ja, voll. Ja, genau. Voll. Ja. Also, Jörg ballert richtig den ganzen Tag. Jörg ist einfach Gamer. Ja, ist einfach einer von uns, wie immer, weißt du doch. Ey. Voll. Bist du heute irgendwo noch am Start? Also, du bist ich bin bei Experion heute Abend, seid ihr da? Ja. Du bist auf jeden Fall da, ne? Ja, gut, dann lass mal, ich bin nämlich alleine, da können wir ja zusammen noch mal quatschen oder sowas. Ja, hundertprozentig. Ja. Alles klar. Egal, in Säule. Nee, komm mal, komm her. Was soll das? Was soll das, Alter? Alles klar, dann sehen wir uns nachher. Alles gut, tschüssi. Ja? Los, ciao. So, jetzt schaffen wir es aber mal hier rauszukommen. Es ist krass mit dir. Also, ich meine, ich bin ja auch mit Freund, aber zusammen ist es ja ganz ekelhaft für beide. Das ist ja ganz schlimm. Aber was schön ist, wir haben extrem viel. Hallo. Hallo. Wir haben eine gute Wirkung zusammen. Ja, das stimmt. Und wir ziehen auch liebe Menschen an. Das ist echt krass. Richtig cool. Und das stimmt auch, was zu sagen. Aber es tut gerade ganz gut, ein bisschen Luft zu haben. Du hast ja einen guten Punkt genannt eben. Du hast eben Gnu zitiert. So. Nee, ich möchte gerade kein Wasser. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Wobei doch, ich nehme doch einen Schluck Wasser. Du hast recht. Aus deinem. Warte. Wenn dieser Mann einem Wasser anbietet, aus dieser Flasche, ja? Dann kann man, dann kann man nur hoffen, dass man gleich drei Augen hat. Mindestens drei. Ja, schmeckt aber wirklich ganz wenig nur nach LSD. Das will ich niemals nehmen. Das will ich nur ganz bisschen. Das willst du einen Schneemann bauen? Ja, aber ich kann nicht. Sehr, sehr gespannt, was hier abgeht. Hast du Deadpool 3 gesehen? Nee, leider noch nicht. Aber das Nerd hat's. Ja, ultra geil. Ist denn schon wieder Gamescom? Nee, es ist Polaris.
Oh, hier riecht schon mal Essen. Hier riecht's nach Essen. Ey, die Schwester, warte, Mitsu Emilia schreibt, meine Schwester hat euch auch schon entdeckt, die hat heute Geburtstag und hatte die Happy Birthday Krone auf dem Kopf. Ja, aber wo ist sie jetzt? Der wollen wir natürlich gratulieren. Dann müssen wir rumgucken, wo wir meine Happy Birthday Krone sehen. Also, wir müssen zur Community Stage, da sind nämlich die Freuds. Weißt du, wo das ist? Und deine Computer wollen wir uns angucken. Ist das hier die Community Stage? Ja, aber hier ist schon, hier ist sie schon. Ja, das gucken wir uns jetzt einmal an. Das gucken wir uns jetzt direkt an. Ich finde es aber extrem liebevoll gemacht alles so. Es ist mega sweet. Wirklich. Super cool. Was hier auch los ist jetzt. Hammer. In die Ecke stehen sie alle und warten auf ihre Wochen Show. Die kenne ich auch, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass ihm dringend mal jemand sagen sollte, er soll das Mikrofon so halten, weil so kommt nichts an. Du bist halt ein Profi und du hast recht. Aber manchmal. Manchmal ist es auf diesen Bühnen aber auch ein bisschen schwach brünstig. Ja, komm, er macht schon nicht so weit weg. Eigentlich müsste er mehr kommen, oder? Ja. Du hast ja schon eine dreimal so laute Stimme. Du kannst die Leute ja so schon erreichen. Man riecht's. Geil. Guck mal, um die Ecke, guck mal einmal. Guck ihn mal einmal an, bitte. Einmal kurz anzünden. Olli. Toi. Ganz viel Spaß, Bruder. Pauli. Der liebe Gott auf die Welt geschmissen hat. Und danach Jetzt musst du da filmen. Er ist ja auch so ein Sportmonster, ne? Er ist so geil. Ja. Ein Hammer. Das sind einfach die Liebsten. Ich an dieser Stelle ganz Foto. Schön. So, wir jetzt auf unser Foto. Alle? Danke. Hier, pass auf, wir machen auch Foto. Ja, wir sehen uns. Muss probieren, komm. Ich muss aber jetzt. Top. Oh, warte, ich bin scharf, du bist in Unschärfe. Ist ein geiles Bild, aber du bist in der Unschärfe. Das geht so nicht. Ja, du musst, warte, jetzt gehst du ein bisschen nach vorne. Wir waren gerade vorher auf der Mainstage. Also, wir haben 1300 Plätze. Ich glaube, ihr seid leer. Ja. Oh, ich bin gespannt. Ich bin. Hammer. Das ist doch geil. Ja, tippitoppi. Ja, ganz gut. Ja, sehr cool. Chat, das Nerd ist krass. Das ist wieder dieses Feeling wie letztes Jahr. Das ist ein ganz lieber Typ. Ich hol ihn jetzt weg. Er filmt sonst noch eine Stunde, glaube ich. Komm, wir gehen weiter. Geiler Typ. Bitte schön. Danke. Immer mit drauf, Leute, das ist ganz wichtig. Besonders wenn der Lea auf dem Bild ist. Besonders wenn du auf dem Bild bist. Ach, oh. So, ich mache jetzt halt auch mal noch mal eine Video-Story, ganz kurz. Ja. Jo, Leute, wir sind immer noch unterwegs hier auf der Polaris. Voll geil. Und
das Nathammer aufgepickt, der ist jetzt unser Kamerakind. Er macht das wirklich freiwillig. Ey, ohne insane. Scheiß. Mega gut. Mega ohne Scheiß. Gut. Richtig geil. Hau ich direkt in die Storys? Ja, Mann. Was sind die Kochmagazine? Warte, ich muss noch. Auch noch so ein Foto. Auch noch so ein Foto. Jetzt möchte ich ja angeben, dass ich schon was gekauft habe. Das kommt mal rein. Pass auf, pass auf. Guck mal, da haben schon ein paar. Ohne haben schon ein paar mehr. Ja. Das fehlt rein. Hier! Und hier, alle, die drei haben, auf Seite 31 befindet sich das Rezept, ja, gut. Was wir jetzt zubereiten. Wollte ich einmal flexen. Limited Edition. Bitte? Limited Edition. Ja, ich bin. Das sagen sie alle. Limited Edition. Und dann kommt okay, da doch der LKW mit den 10.000 Stück raus. Ja, ja, hat diesmal keiner, aber wir haben diesmal Booster. So, dann geht man noch auf den Stream von dir. Keine Sorge, Freunde. Der Booster kommt jetzt gleich hin. Ey, da ist von Fußball. Ja, haben wir da. Hab ich sogar mitgebracht aus Berlin. Sehr gut. Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller heißt das. Muskatnuss, Herr Müller. Ganz kurz ein Bild machen. Es gibt heute nur Partnerbilder. Ja, ja, aber sehr gerne. Partnerbilder. Partnerbilder. Bin ich auch fein mit. Wir machen das mal zwei. Ich hab alle Rezepte, die ich hier angesagt habe. So, kein Moment. Sofort. Link teilen über Papier. Ja, hier kommt direkt ein Tor. Aber, ganz kurz. So. Wir brauchen einen Esslöffel, Mutter. Ja. Beziehungsweise bei deiner Rechnung drei Esslöffel. Mutter. Ich liebe die Freuds, wirklich. Ich liebe das einfach. Ich liebe das. Boah, dann machen wir jetzt 18 Eier. Ey, nur kurz. Alea ist hier. Hier in der Tüte ist Copy and Taste Band 3. Habe ich wirklich gekauft, wie so ein richtiger Ehrenmann. Und da kochen sie jetzt schon. Ich liebe die Jungs. Ich liebe die Freuds. Und ich liebe das Nerd. Und wir lieben Kroki! Ah. Ja. So. So. Machen wir einfach. Soll ich das machen? Oder? Ja, kann ich mal. Easy, pass auf. Guck mal den so. Perfekt. Warte, Alter, ja. Top. Sehr geil, super, danke schön. Super. So, jetzt müssen wir noch einmal zu Colin. Wieder zurück quasi. Die wollten wir einmal sehen. Hallo? Ich wollte dir einfach nur sagen, danke, dass du Hamburg vertrittst. Danke, Mann. Du bist der Stolz Hamburg, sag ich dir. Wirklich? Habt ihr das gehört? Du bist der Stolz Hamburg vielleicht. Ich mach ja nichts. Ja, ich vertritt ja nicht Hamburg. Ich auch nicht. Ich doch, will, du vertrittst Hamburg. Ich will nichts vertreten. Du bist Hamburg. Okay. Danke, Mann. Okay, Leute, wer ist ein Krogmann-T-Shirt, wo draufsteht? Ich vertrete meine Beine, das ist alles. Ich bin Hamburg. Krogmann-Schriftzug und dann drunter, ich bin Hamburg. Das hat aber noch nie jemand zu mir gesagt. Das war mal was Neues. Du bist die Stadt. Voll geil. So, wo sollen wir da mal rüber gehen? Ja, wir können, oder wir gehen noch einmal hier durch. Oder eigentlich müssen wir Colin einmal gucken, ne? Ja. Eigentlich habe ich eine Bringschuld. Eigentlich habe ich eine Verpflichtung, einmal Colin anzugucken. Dann gehen wir rüber. Komm, gehen wir einmal rüber. Hast du noch Zeit? Ich habe Zeit. Fällt dir die Hand ab? Nein. Du bist echt der Geilste, Alter. Aber es ist wirklich viel los. Es ist wirklich Irrte. Krass. Ich habe das wirklich nicht erwartet. Ich dachte, ja, also ich bin auch schon öfters mal hier in den Messehallen gewesen. Natürlich. Bei den meisten Hamburger Messen. Da hast du ein paar Leute. OMR sind auch viele Leute, diese Marketing-Dinger da. Aber ich finde das heute schon echt stark, muss ich sagen. Echt stark, ja. Also. Bitte? Ach so, die waren erst auf der anderen Seite? Genau. Ah, okay. Ja, krass. Ja, auf der anderen Seite, genau, da ist dann, da war immer so eine Fotomesse, die finde ich auch spannend. Aber da sind deutlich weniger Leute gewesen als jetzt hier. Und die morgen soll es ja hier richtig voll werden. Krass, ne? Weiß nicht. Bist du das ganze Wochenende in Hamburg? Das ganze Wochenende. Ja, gut, gibt es ja für dich auch, also wenn du das vom Energielevel so mitmachen kannst, dann ist das ja klar, dass du hier hingehörst. So. Merkst du ja. Es ist irgendwie, was heißt Energielevel? Weißt du, wenn ich
wenn ich einfach so unterwegs sein kann und eine gute Zeit haben kann und Sachen sehe, die mich interessieren, bleibe ich auch wach. Ja, das, ja klar. Also das ist so... Achso, ich meinte gar nicht so die Wachheit, ich meinte mehr diese soziale Batterie, weißt du? Das ist ja, ich meine, sie sind alle saunett, ich liebe das. Ich finde das auf der Gamescom Hammer, ich finde es hier Hammer und ich weiß auch nicht gekünstelt, ich liebe das. Ich merke aber dann, wenn man sich irgendwann nach so 3-4 Stunden hinsetzt, ist man auch ein bisschen platt. Ja. Genau, exakt. Und das meine ich ja, weil das muss man ja auch irgendwie schaffen. Das ist richtig. Also es ist, für mich ist das ja noch was ganz Neues. Es gab, es ist noch nicht lange, dass ich Saltatio Mortis auch auf so Events allein vertrete und so Zeug. Das ja, weil war du ja aber sehr, sehr selten. Ja, glaube ich. Aber das ist halt der Einzige, der hier noch absolut hingehören würde, aber der ist halt jemand, der sozial sich komplett zurückzieht, ist unser Till. Ja? Der Till ist ein Zucker, der hat Wukong durchgespielt und nach dem zweiten Durchgang, also in der Hälfte des zweiten Durchgangs, hat er gesagt, es war ja was anderes. Wirklich? Ja? Der hat auch, weil er gesagt hat, so, für ihn war die Story interessant. Und dann hat er, der hat auch Life of Pi durchgespielt und alles. Also der ist ein richtiges Souls-like Monster. Geh mal da wieder lang, das war gut. Also wenn du dem zuguckst beim Wukong spielen, das ist a work of art. Das ja, glaube also ich. Richtig geil. Das ist ja auch geil, dass du das bei dem Spiel so machen kannst. Aber schaut an Till. Schade, dass du nicht da bist. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich finde es gut, dass du da bist. Ja, also wirklich. Aber du gehörst, das meine ich ja, du merkst ja, wie viel Resonanz du hier schon bekommst. Ich hätte das nie gedacht. Du hast ja im Vorfeld auch nicht jetzt Anfang der Woche geschrieben, ey Leute, oder hast du schon einen Werbeposter gemacht? Ich bin bei Frau Polaris. Ich habe einen Post gemacht und den haben wir bei Saltatio geteilt, dass ich hier bin. Ja. Und das war alles. Also ansonsten war ich nur, ja gut, ich habe meinen Stream gemacht, aber da war gar nicht so viel los diesmal. War krass, ey. Ja, das ist der Colin. Komm, hier nehmen wir keinen. Jetzt gucken wir, was er da macht. Colin testet Essen von der Messe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach, geil. Und Colin ist einfach der Mensch bei Rocket Beans, der einfach so geile Adjektive hat, um Essen zu beschreiben. Das ist einfach ganz herrlich. Ja. Schaut euch an. Das war Handel. Hau mal. Ist doch wundervoll. Komm, wir stellen uns hier vor, Lea. Wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Hat jemand Interesse? Hier, ja. Soll ich ihn herholen? Nee, er macht das schon. Lass ihn. Und okay, gut. Aber ich bin natürlich darauf. Jetzt aber. Ist so geil jetzt hier mit meinem. Das ganz Neues, auf solchen Messen erkannt zu werden. Auf der Gamescom vor einem Jahr kannte mich niemand. Diesmal auf der Gamescom war so, oh mein Gott. Ja, krass. Mega. Hallo. Ja, klar. Es gibt nur Partnerbilder. Immer. Ja, komm her. Und mit Colin im Hintergrund. Wir müssen uns so jetzt drehen. Ganz genau. Alles gut? Dann haben wir Colin. Ja, sag okay. Ja, dann kommen wir. Du musst jetzt einfach für die ganze Klasse. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Der Erste, der es erkennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fettsplitz auf dem Fleisch. Kannst du Blitz auch ausmachen? Ja, wir machen es genauso. Ja, mach mal, Ben. Mach es genauso. Ja, kann sein. Ich wusste gar nicht, wo es ist. Zusammen, ich verlasse meine Jacke von dem Unterschrift-Team kommen. Der Gut hat noch nicht mehr auf die Weg drauf. Machen wir erst mal ein Foto. Dankeschön. Genau, super. Komm mal in die Mitte. Alea muss mit drauf, anders geht's nicht. Okay, zeig mal nach oben. Breite jetzt. Okay. Also, reißen wir mal rein, ich sehe natürlich Bänken. Ja, ist auch ganz schön, dass du nur ausnutzt hier, ne? Dass man nicht erst suchen muss, sondern dass man so auf dem Schuh ist. Diesen bedrohlichen Clown, ehrlich. Voll geil. Dankeschön. Ja, können wir auch mal. Ja, viel Spaß noch. Ja, Steffi geht auch. Alles geht auch.
Stellen. Super. Danke. Ja, klar. Gerne. Scheibe Käse, ein bisschen einsame Tomate. Ein bisschen einsame Tomate. Er macht es aber. Das ist wirklich genial. Er bewertet das anhand des Preises, natürlich auch, wie es schmeckt, aber er hat irgendwie so einen krassen Gaumen, dass er wirklich ganz gut rausschmecken kann, wie was er so drin ist. Wuhu! Yes! Geil. Recht intensiver Geschmack. Das ist schon mal gut abgewürzt, das Ganze. Abgewürzt? Ja. Das Fleisch, das ist ein bisschen mehr zu stramm. Lass uns nochmal da zur Seite gehen. Leute, das seht ihr alles bei Rocket Beans jetzt, ne? Das seht ihr alles jetzt bei Rocket Beans. Komm, wir gehen da weiter. Wir gehen da rum. Wir gehen da weiter. Schöner Rundgang. Wir machen unseren Rundgang hier. Das ist einfach herrlich. Ja, aber ich freu's, dass du erkannt wirst. Ich freu's es. Das ist doch schön. Das ist doch einfach nur schön. Das ist doch einfach nur schön. Leute, was ein herrlicher Rundgang heute. Macht mir Spaß. So, und jetzt würde ich mir wünschen, lass uns doch einmal zu den Tabletop-Leuten gehen. Mhm. Das ist leider wieder da zurück, aber wir wollten ja einmal kurz Colin Hallo sagen. Also einmal sehen. Hallo sagen können wir jetzt nicht. Und dann gucken wir mal weiter. Und dann würde ich sagen, wenn du, also ich habe heute nur begrenzt Zeit, wie immer, kennst du mich ja. Dann würde ich sagen, machst du deinen Stream an, dann schicken wir alle Leute auf deinen Stream. Das können wir gerne machen. Ja, muss sein. Ist ja wohl easy. Weil du musst ja heute hier noch ein bisschen am Start sein. Also, du hast nichts zu tun sonst. Aber, weißt du, Grogi, ich meine, du musst die Sache mal so sehen. Bei dem, als ich angefangen habe zu streamen, ja, waren Leute wie du, ja, die Menschen, wo ich gesagt habe, so, ey, die machen auch das, wo sie Bock drauf haben und ja, was sie gerne machen. Und Leute schauen ihnen zu. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht klappt es ja. Ey, aber du bist doch, also, da muss ich mal was sagen. Du bist doch ein grundsympathischer Mensch, das ist das eine, das ist die Basis meiner Meinung nach. Ultra geil, aber du bist ja auch ein bockstarker, guter Entertainer. So, ja, also warum soll das nicht klappen, weißt du? Und ich glaube selber, weiß man das vielleicht irgendwo und dass man sagt, naja, ich glaube, ich kann das irgendwie. Aber vielleicht man auch manchmal ein bisschen, hat man auch Selbstzweifel. Ganz kurz stören, ja, oder seid ihr gerade im Gespräch? Darf ich ein Foto von dir? Ich freue mich schon nächste Woche. Wir machen heute nur Farben. Wir machen Doppelfotos. Ja, klar. Auch das alles natürlich. Da. Oh, super. Alle mit drauf. Wir sind bei Kogi im Stream gerade. Ja. Alles klar. Na gut, dann machen wir. Oh, was ist das denn? Mal umdrehen. Ah, das ist die Corona. Die Sonne macht alles kaputt. Ja, die macht alles kaputt, die Sonne. Ja, genau. Sieht viel besser aus. Wow, ich danke euch. Wir sind Licht gestaltet. Ja. Mach's gut. Ja, vielen Dank. Danke. Ein kleiner Augenblick, ich bin der Unverschämte von vorhin. Ja. Mein Sohn, der hat gesagt, da das kann er. Ja wohl nicht sein. Da ist er doch. Und der andere. Ja, klar. Ich bin der Unverschämte von vorhin, das ist aber auch eine geile Ansage. Komm in die Mitte. Komm rein hier. Ah, ist richtig scheiße. Ja, mach ein bisschen von da. Aber dann griff zum Zeit. Ja, passt schon. Meine Jungs sind nämlich voll hohl gedreht. Hier so. Okay, jetzt bitteschön. Gerne. Was machen die hier beim NDR? Handyladen. Ich habe zwei Jungs, Entschuldigung. Gleich noch einer. Ach so, ja. Das wäre ja aber wirklich schade. Das wäre ja wirklich schade. Servus, komm hier rein. Komm rein, bitte. Ich bin dann im Cosplay richtig hier. Alter. Ja. Steckern hier, oder? Ja, super. Bitte schön. Danke, Jungs. Danke, alles gerne. Gute, gell? Ciao. Schönen Tag. So, rüber. Seid ihr? Ja. Ja, klar. Ja. Aber wir machen heute nur ein paar Fotos. Wir machen heute nur einen Stream vom Krogi. Ja. Alle mit rein. Danke. Bitteschön. Aber voll krass. Es ist echt, mega. Aber ich wusste, dass du da sehr bekannt bist. Sollen wir da direkt ja, rüber? Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber es ist auch sau schön zu sehen, wie nice die alle sind. Also ist ja wirklich. Aber ich glaube, das ist das, was die Gnu halt wirklich gemeint hat. Da, sorry, danke schön. Entschuldigung. Das würde ich wirklich 1:1 unterschreiben. Man bildet die Community, die man selbst ist. Ja, das Ganze klar. Ist ein Spiegel von einem selbst. Ja.
Du machst ja auch nicht so, keine Ahnung. Man kann ja, also, ich glaube, du könntest nicht, also nicht du, sondern ein Mensch, der streamt, kann durch moralisch fragwürdige Streams, damit meine ich jetzt gar nicht nackte Haut, sondern damit meine ich einfach Kommentare oder Urteilen über andere Menschen, die man gar nicht kennt, sowas, weißt du, so Reactions. Ja. Ich glaube, damit kannst du durchaus schnell dir eine Zuschauerschaft aufbauen, aber du bist selber auch krank. Ja. Weißt du? Ja. Das ist so, das ist, muss du schadest dann, dir selbst. Ja, exakt, du schadest dir selbst. Und da hat dann letztendlich, weiß ich nicht, hast du auch nichts davon. Also, und mir macht, es ist aber auch gar nicht meine Art. Also, ich kann das, könnte das gar nicht. Also, mir macht das aber keinen Spaß. Es geht also immer darum, dass man. Ja, Entschuldigung. Hi. Ja, wir machen heute Dreier-Shootings. Das ist nämlich im wundervollen Stream vom Krogi. Es ist geil. Ja, klar. Ja, komm, Handy raus. Komm, machen wir jetzt. Gar kein Problem. Morgen bin ich als Hexenkönig unterwegs, dann ist das ein bisschen schwierig. Rauchen ist scheiße, lass das. Ich weiß. Ja. Hier. Ich hab, ja. Ich auch in Mitte, oder wie willst du die Mitte? Nein. Alles gut, komm. Komm, dann. Ihr müsst in der Mitte. Ja, genau. Und wir gehen drumherum. Ja, pass auf. Krogi geht. Ja. Komm noch. Warte. So. Alle drauf. Ich weiß nicht. Ja. Jawohl, alles drauf. Mega. Sau gut. Hey, cool. Ganz viel Spaß. Ihr Lieben, habt eine geile Zeit. Ja, ganz nee, viel jetzt ist ein super Bild. Okay. Bis dann. Hey, ist doch Killer. Darf ich auch noch ein Foto mit dir machen? Lass uns ganz schnell machen. Komm dazwischen. Danke. Ich freue mich schon, wenn du gleich alleine streamst. Das wird schon das. Bitte. Komm, ich komm darüber. Warte, gib mal her. Ich sehe das. Danke. Ich sehe das. Ich regel das für uns. Ein bisschen aufgeregt. Nein, das ist okay, das verstehe ich auch. Aber dann willst du doch zumindest gute Bilder haben. Ja, oder? Danke. Dankeschön. Super. Bitteschön. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Das habe ich ganz schnell, lass uns machen, weil es kalt hier draußen und wir müssen auf jeden Fall die Runde noch kriegen. Ja, klar, Runde muss noch gemacht werden. Kannst du das bei mir auch übernehmen? Ja, natürlich. Komm rein. Jetzt nochmal hier. Oh, der Bildausschnitt ist schwieriger. Warte, so. Ja. Dankeschön. Sehr schön. Das habe ich bei Simon Kretschmer gelernt, auf der Gamescom. Mein erster Gamescom, jetzt auch fast 10 Jahre bei Rocket Beans. Und da waren Menschen vor ihm, die waren ganz lieb, aber die waren so aufgeregt und wollten ein Selfie machen, aber die waren so am Wackeln. Und da hat er einfach immer das Handy genommen und das Foto selber gemacht. Da hat er, das ist so schlau. Ja, alle freuen sich dann. Können wir was für mich tun? Du bist uns hinterhergelaufen, habe ich gerade gesehen. Hi. Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Machen wir ein Foto zusammen. Ja, komm, ja klar. Sorry, das ist so gefällt. Krogi kommt mit dazu, weil wir sind im Krogi-Stream gerade live. Ich komm einfach mit. Hallo. Warte, hier kommt noch einmal noch. Super. Oh, bitte schön. Sehr, sehr gerne. Danke. Alles Gute. Gleich bald, ciao. Alle glücklich. Hallo, schönen guten Tag. Ganz unsicher hinterherlaufen. Ja, ich weiß, wir werden gerade massiv hier überall belästigt. Dass überall eine massive Belästigung habe ich hier nicht festgestellt, muss ich sagen. Ganz genau. Es ist leider noch niemand an die Wäsche gegangen. Ja, absolut noch nichts. Genau. Der Stream wollte vorhin ja irgendwie. Ja, Foto mal, ja klar. Ja. Stream, ihr wolltet doch vorhin. Aber Alea, komm mit drauf. Wir machen hier nur Fotos zu dritt. Selbstverständlich. So. Ja, gerne. Komm, ich mach eins. Ich mach eins von uns. Alle da. Hier dran, näher ran. Alle. Top. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, gerne. Alles hat echt gut. Tschüss. Wir haben, ja klar, das ist ein super guter Move. Ist auch für die Leute halt was ganz Tolles, wenn der andere das Foto gemacht hat, mit dem man das Foto haben wollte. Stimmt. Das ist also auch eine schöne Bitte, Geste. Geht du auch, geht alle. Ich halte euch die Tür auch auf. Komm. Ja, klar. Ja, natürlich, verstehe ich auch. Und das ist so, man muss das aber auch erst lernen, weil ich glaube auch, wenn du jetzt von jetzt auf gleich irgendwie eine Bekanntheit erreicht hast, dann musst du ja aber auch verstehen, wie wirkt das denn auf Menschen? Ja, klar. Weißt du, das ist ja ein Lernen auf beiden Seiten irgendwie. Wie kommst denn du damit zurecht? Also ich habe halt immer das Gefühl, wenn sowas passiert, was habe ich denn getan, dass ich das für dich... Ja, das denke ich die ganze Zeit. Aber es geht so vielen Menschen so. Warum geht das um so? Ich glaube, ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu humble manchmal. Ich weiß es nicht, ja. Das ist so, man will ja auch einfach da nett sein, weißt du? Ja, klar. Und ich sag ja auch immer, das, was wir machen, ist ja auch super privilegiert. Ja. Also, weißt du, dass wir jetzt rumlaufen können mit einem Haufen Leuten auf der Hand. Hier, dieser junge, nette Mensch. Weißt du, womit ich das verdient habe? Nimmt die Kamera und filmt für uns. Es ist ja auch mega geil, weißt du, dass wir einfach so machen können. Deswegen, danke nochmal. Ja. Hi, wie geht's dir? Komm mal mit.
Ich bin auf Sortieren, ich bin auf Sortieren. Was denn? Helf mir, ich bin auf Sortieren. Hier, immer schwierig. Fahrfahrfotografie. Ach nein, Gott, kennst du mich noch? Na klar. Wie geht's? Kogi, supergeiler Fotograf. Hallo, hallo, grüß dich. War bei der Produktion von My Mother Told Me, war er mit dabei, hat Fotos gemacht. Ja, genau. Hallo. Richtig geil. Geht's dir gut? Ja, hast ja ein bisschen auch viel Stress gehabt, so mit dem mit ganze Zeug um. Also ich war bei Bückeburg ja noch dabei, bei ja, Bückeburg genau. War das. Genau, wo ja. Hatte doch diesen Contest auch, das ist schon ein bisschen her. Da genau. War ich mit bei, genau. Da warst du mit dabei. Und ich hatte dich mal mit Emily. Nein, jetzt weiß ich genau, mit Emily auf der Konnichi fotografiert. Genau, du hast ja. das ist schon ein bisschen her, deswegen. Ja, aber mega, jetzt ja. Habe ich es. Dann hattest du mich in Bückeburg mal eingeladen, also, wo ich die Convention mit fotografiert habe. Da war ich mit dabei. Genau, richtig. Deswegen. Da hatte ich den Evo angehabt. Ja, genau, aber so viele Gesichter, du, alles gut. Nee, aber geil. Wir konnten da ja auch nicht mehr shooten, weil es war ja zu spät. Na ja, klar. Zu spät abends dann. Hat es mir irgendwo angerufen gehabt, aber war das zu spät leider. Ja. Guck mal, ein Chat. Mensch, krass. Oh, bitte Chat. Ja, cool. Ich habe gesehen, dass du jetzt viel streamst. Fand ich gut. Ja, sehr ja. Gut. Ich werde jetzt hier beim Krogi in die großen Fußstapfen einsteigen. Ja, 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 ja. Du hast ja auch den richtigen gefunden. Ja, wir alles. Ja. Große, große Liebe hier. Ja. Was ist neu in Berlin? Oder was ist neu? Ich laufe ein bisschen her. In Berlin hat die auch ganz große Geschichte. Ja, ja, genau. Schön, dich hier zu sehen. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ah, ja, ja, genau. Mega. Du sonst immer nicht mal bei Mittelalter mehr. Jetzt, aber ja, klar. Weil es halt mittlerweile ist, dass ich streame, passiert halt ganz viel. Gerade Moment kurz. Ist halt wirklich so durch das Streamen und so ist sehr viel geworden von diesem. Ja, fand ich gut. Hat es dich auch manchmal umbenannt, ne? Du bist jetzt schon auf Twitch auch jetzt direkt alle, ne? Ja, also genau. Vorher warst du noch Scamper jetzt. Scamper hat's, genau. Gebt mir ein Zeichen. Gebt mir jetzt ein Zeichen, Chef. Viel, ja? Ich habe nur im Moment wenig Zeit, die Streams zu machen. Ja. Aber ich lerne im Moment gerade sehr Infos, viel. Ja. Also ich nehme sehr viel Unterricht, weil ich einfach auch da immer den Anspruch habe, ich möchte ja hochwertig unterrichten. Und deswegen bilde ich mich im Moment fort wie Sau. Stellt das Netz auch gerade weg. Warum in China wieder. Ja, das liegt ja auch. Mit auf, das ist echt geil. Sehr gut. Bist du morgen auch da? Ja, auch. Dann sehen wir uns vielleicht morgen nochmal. Morgen und übermorgen bin ich auch da. Wenn du Bock hast, können wir ein paar Fotos machen. Morgen. Ich habe morgen den Gerald wahrscheinlich an. Das wäre geil. Hast du dieselbe Nummer noch wie vor ein paar Jahren? Definitiv. Schafft man es morgen nicht anzurufen? Weil ich hätte es versuchen. Also, klar, sonst probier's. Können wir es zum Shooten mal treffen. Wenn du morgen Cosplay bist, ist ja geil. Ich habe ein paar Termine, aber schreib mir nachher nochmal. Dann quatsch ich mal schon mal ein bisschen. Ja, okay, kann ich machen. Mein alles klar, dann viel Spaß. Bis dann, alles klar. Ich würde dich jetzt auch drücken. Ja, oh, wie cool. Ich habe nur zwei kurze Fragen. Erstens, bist du das Wochenende hier? Ja. Und zweitens, besteht die Möglichkeit, dass du mit Lara irgendwann dieses Wochenende mal zusammen singst? Vielleicht so auch spontan. Stimmt, die Lara hat ja auch gesagt, sie ist genau, da. Genau, und die Lara müsste eigentlich auch im Plan stehen für auf der Bühne zum Gesang. Lara, ich frag sie. Also wenn ihr das hinkriegt, das wäre mega. Das wäre voll der Fire! Ja, er macht das auf also, du schaust, ob das klappt. Er macht das auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Ich schaue jedes Mal vorbei, wenn Lara auf der Bühne ich steht. Ich schreibe mal mit der Lara. Alles klar. Ja. Hey, mein Lieber. Ja? Ich will so viele Leute. Hi. Was machen wir hier? Hallo, wie geht's euch? Was ist denn jetzt hier kaputt? Hi. Lass uns den ganzen Gang blockieren. Ja, ja. Voll schlimm. Krogi, er war früher bei dir. Kenn ich doch alles. Kennen wir doch alle. Das ist gar kein Problem. Also alle, ja klar, wir machen gerade einen Stream und mal gucken, was es so zu essen gibt und dann übernimmt ja gleich der Mann. Ich übernehme. Der muss gleich Angst. Übernehmen. Weil er hier arbeiten eigentlich von dir. Nee, wir sind okay. Wir sind schon privat, wenn du so willst, aber. Aber privat ist man natürlich nicht hier. Also, wir machen nur Paarfotos. Ist ja klar. Paarfotos. Ja, komm rein, hier. Ja, danke. Alright. Gerne. Ja, komm in die Mitte. Jetzt. Alles gut. Hey, naughty, naughty, naughty. Habt ihr die Bilder gesehen? Nur mit Krogi heute. Ich muss noch meinen kleinen Körn hier begleiten. Ja. Ja. Super. So, komm hier rein. So, dann lass es mal. Komm hier ran. Dankeschön. Hi. Kann ich auch ein Foto machen? Ja, immer hier rein. Immer in die Mitte. Immer in die Mitte. Natürlich. So, jetzt rein hier. Komm. Rein da. Rein da, Foto. Boah. Warte mal kurz. So geht's wahrscheinlich besser. Jawohl. Ja. So, jetzt da. Alles klar. Okay. Das ist Frau Backe. Das ist okay, das ist super. Danke euch. Super. Danke. Danke, ciao. Ja, klar. Komm, hier dazwischen. Ja. Ich komm dazwischen. Ja. Wir haben noch 15 Fragen.
So, Hammer. Danke. Hammer geil. Vielen Dank. Okay. Ja, komm jetzt. Klar, los. Ja, so, ja. Kommt ihr alle, alle dazu. Bitte schön. Top. Sehr gut. Gehen wir ja. Okay. Ja, ja, komm rein. Komm, wir stehen hier aber wirklich denkbar ungünstig im Absolut. Danke. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Ja, klar. Komm auch in die Mitte. Jawohl. Ja, klar. Alle in der Mitte. Ja, warte, ich mach das. Ja, ja. Langer Arm von der Seite. Jawohl. Komm doch einfach eben ins Rad, ob er es macht. Ich war auch, aber so ist doch geil. Ist doch Keller. Danke schön. Ja. Ja. Dann gehen wir mal da runter. Wir gehen mal weiter. Ja, genau. Wir müssen morgen auch noch fahren, ne? Ja, dann sehen wir uns morgen. Tschüssi. Seid ihr heute Abend Creator-Party? Ja. Dann sehen wir uns auch. So, jetzt gucken wir uns mal hier an nochmal. Ja. Was sie hier noch anbieten. Was magst du lieber? So rum oder so? Ich würde mal so rum laufen, ja, ne? Weil da drüben scheint auch eine Bühne zu sein. Ja. Weil hier gibt es ja anscheinend... Milchwabe! Ja, geil. Natürlich habe ich den Milchstand gefunden. Das ist jedes Klischee erfüllt. Ja, jetzt Chat schrieb eben, Milch sei immer noch sehr kostspielig. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wenn es gut ist, schon. Ich soll dich von Tom, von Pushy, von Pushart Tom grüßen. Ah, ganz liebe Grüße zurück. Ja. Hast du gehört? Ganz liebe Grüße zurück auch an Carina. Ja, an die Carina Pusch kennst du? Ja, klar, die Pushis. Ja, mega. Ja, alles Mega-Menschen. Mega-Menschen. Absolut. Guter Met kommt aus der Wabe. Ja. Das ist einfach der geilste Spruch. Aber hier, wo ist denn so ein Schnapp oben? Sonst geht, da stehen sie alle, ne? Bitte? Ja, wollen wir aber auch. Ja, ja, klar. Das ist auch. Wirklich lecker. Wollen wir aber auch kosten. Habt ihr so ein Sample gekriegt, oder was? Ja, ja. Ja, Samples wollen wir auch. Aber wir kaufen nichts. Ich zeig dir jetzt mal, was mein Lieblingsmet von Metwabe ist. Okay? Das ist ein Kastanienmet. Das ist geil. Okay, ich bin gespannt. Kastanie, natürlich. Welcher denn sonst? Ja, das ist richtig. Das ist einfach so. Haben die Bienen dann an der Kastanie gelutscht? Hallo. Entschuldigung, wir sind im Stream. Ich hoffe, das ist okay. Ja, alles von ich würde dem Krogi gern mal Met zeigen. Einen guten Met, den ich sehr mag, nämlich euren Kastanienmet. Den Kastanien habe ich leider nicht dabei, aber ich habe den Tannenmet dabei. Den Tanne? Der ist ähnlich, genau. Der Tanne ist auch. Also, ich schmecke zwischen Kastanie und Tanne gar keinen Unterschied. Deswegen nehme ich sehr gerne Tanne. Tanne ist für mich. Tanne kommt mir gut rein. Bekommst du? Wir haben ihn jetzt als Glitzervariante dabei. Hammer. Hammer, was ist das? Hast du das gesehen? Es glitzert, das ist unglaublich. Dankeschön. Möchtest du auch? Ja, gerne. Ja, alleine kann ich nicht hier anstoßen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Skoll alleine ist nicht gut. Nee. Vielen Dank. Also, aber warte, ziehe ich mir das jetzt rein oder ist das so ein Lippen? Den würde ich jetzt in den Mund nehmen, dann kannst du mal so ein bisschen spülen, wie das Whisky auch macht, damit du mal so ein bisschen merkst, was der Honig tut. Ja, dann nochmal. Zum Wohle. Ja, Prost. Aufs Leben. Auf euch. Einmal Tanne frisch gezapft. Ja, das weiß ich. Schmeckt geil. Honig, ne? Schmeckt geil. Schmeckt nach Honig, schmeckt aber lecker. Also schmeckt nicht aber, schmeckt ultra lecker. Das ist einfach so, du hast diese, die so ein, von dem kräftigen, von so einem Waldhonig, hast du irgendwie den kräftigen Geschmack. Ja. Bisschen der Alkohol, der bitzelt ein bisschen dabei. Ja, aber ganz lecker. Überhaupt nicht penetrant oder so. Genau. Also super gut. Also ich glaube, auch wenn davon, wie viel ist da drin, wie viel Prozent? Das ist einiges, oder? 11% meistens, 11 bis 11,5. Okay, es geht ja noch. Ja. Also so weinähnlich. Richtig. Ja, hab schon mehr erwartet gerade. Ja, entspannt. Ja, kann ich empfehlen. Verstehe ich. Ist das dein Go-To-Getränk? Ja, also ich trinke schon sehr, sehr gern. Aber in letzter Zeit, also in den letzten 4 Wochen, habe ich fast gar keinen Alkohol mehr getrunken. Okay. Und es hat auch mal richtig gut getan. Ja, das kann ich auch unbedingt. Also jetzt versteht das überhaupt nicht falsch. Ich war ja auch mit Jared viel auf der Bühne und so. Aber Alkoholkonsum ist genauso kacke wie alles andere auch. Genau. Ja, also niemals. Was ist denn hier los? Man muss Alkohol genauso wie alle anderen Sachen, wenn du jetzt dann auch mal einen rauchst oder sowas, man muss das benutzen und nicht benutzt werden. Ja, gut formuliert. Schön formuliert. Oder man ist professioneller Stuntman wie er und ich. Wir können das dann einschätzen, sagen wir jetzt. Quatsch. Quatsch. Professionell. Ganz professionelle Trinker. Gut, gehen wir weiter. Ja. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Das ist, denke ich, gut euch, gell? Habt ihr toll. War ganz lecker. Mega gut. Das ist einfach ganz gut.
Wirklich. Alles Gute euch. Der alleine trinkt. Der alleine trinkt. Das wird auffällig. Hallo. Entschuldige bitte. Warte mal, darf ich dir das mitgeben? Ja. Das ist diese Play-Pencil-Stimme-Geschichte. Du hast mich gebeten, nicht zu erinnern. Das mache ich hiermit. Es läuft nicht weg, wenn du Zeit hast. Dankeschön. Wenn du Zeit hast. Das sehr gerne. Das wäre mega nice. Dankeschön. Dann bin ich auch schon fertig. Ja, alles klar. Dankeschön. Schönen Tag. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ja, Juli. Ja. So. Dann, pass mal auf, wir gehen mal in die Ecke, weil ich habe auf die Uhr geschaut, ich übergebe gleich an dich. Das heißt, wir gehen in die Ecke, du kannst dein Setup ready machen und dann schicke ich dir alle Leute rüber und dann musst du hier das Ding zu Ende bringen. Das bis zum bitteren Ende. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Ey, ich danke dir. Also, vielen, vielen Dank, dass du mich da auch mit reingeholt hast. Du, immer. Ich bin gespannt, was der NDR da heute macht. Keine Ahnung. Das bin ich auch gespannt. Das wird ja wann wird denn das ausgestrahlt? Ich weiß es nicht. Irgendwie in deren Journal. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich glaube aber, komm jetzt noch kurz auf die Stufen. Ich glaube aber, dass es eher so 18 Uhr ist, 20 Uhr ist, keine Ahnung. Ja, hier. So. So, also das heißt, heute Abend im NDR-Journal läuft das? Ich glaube ja. Mhm. Ich bin aber, wie gesagt, nicht so ganz im Bilde. Wo? Genau, aber ich schreibe es dir noch, ja? Sobald ich es weiß, schreibe ich es dir. Aber kannst du auch was sagen, ja. Jo, Leute, wir starten jetzt meinen Stream. Also in ein paar Minuten. Bis zur Zeit brauchen wir noch. Und was wir heute gemacht haben, könnt ihr heute Abend auch sehen beim NDR im Abendjournal. Hamburg-Journal, irgendwie sowas. Irgendein Journal. Ja. Also, ich pack's nachher noch in die Storys. Alles erdenklich Gute. Kogi, vielen Dank. Ey, du bist ein geiler Typ. Das wird Hammer jetzt. Geht da rein jetzt in seinen Stream. Alles Gute. Bis gleich. Killer. So. So. Jetzt machst du Hamburg-Journal. Okay. Warte, wir machen ganz kurze Übergabe. Sekunde. Wir laufen ja nicht weg. Drei Minuten einfach. Dann startest du und dann mache ich nämlich jetzt schon mal gleich einen Raid fertig. Du bist der Geilste, ey. Und zwar, warte, dein Channel heißt wie ganz genau jetzt? Alea unterstrich Saltat. Genau. Okay. So, jetzt muss ich noch starten. Ja, ja, klar. Leute, vielen Dank, dass ihr euch schon mal hier ein bisschen bei uns zusammen das angeguckt habt. Der Stream ist natürlich nicht vorbei. Ihr geht jetzt alle geschlossen rüber zu Alea, werdet weitere wahnsinnige Aktivitäten hier erleben auf der Polaris-Messe. Ihr seht ja, die Stimmung ist fantastisch. Leute, der ultra nett. Du bist ultra cool. Dankeschön. Bock wie immer. Und ja, ich muss mich voll verabschieden. Das ist einfach so. Aber ist ja kein Thema. Passt gar nicht. So, pack jetzt die Story hier hoch, ja? Dann packe ich jetzt meine Mikrofone raus, yes. Weil ich habe auch welche dabei. Ja, sehr gut. Oh, oh ja, das sind wir gleich auch nicht vergessen mit dem Mikrofon. Ja, ja. Genau. Ich bin so ein Typ, der haut dann ab, weißt du? Da fragt er sich zu Hause, wo ist das Mikrofon? Ich zieh mal einmal den raus, weil dann brauchen wir die gar nicht gerade. So, super. Dann kann ich die nicht abbauen und trotzdem hört ihr uns. Es ist so geil, egal in welche Ecke du dich versteckst hier, du wirst verfolgt. Gerade Moment, wir müssen gerade eine Streamübergabe machen. So, jetzt habe ich natürlich meinen Stick gebaut, aber ist aber egal. Was für ein Stick meinst du? Ach so. Ein Selfie, denn diese Mikrofone sind das Geilste. Ja, ich liebe die alle. Okay, pass auf, jetzt gibst du mal her, ich mache mal hier oben ab. Dankeschön, kannst du auch mal halten. So, ich habe gestern in meinem Stream auch Geschichten von Flughafen erzählt. Ach so. Also die richtige. Ja, okay, mega. Ist dein Stream noch online? Der müsste noch online. Aber da waren viele Abstürze. Ja,
Aber dass du das alles aus dem FF kennst, ist mir klar. Das war mir von vornherein klar und das ist ja auch alles geil. Und das, ich finde auch Wukong ist auch von den. Die Story ist geil, das ist eine, ist aber von den Details auch so schön. Grafisch eingelegt, es spielt sich gut. Es ist momentan mein Game of the Year, muss ich sagen. Also, ja. So, Chat. So, ja, genau. Und dann gehst du live. Dann gehst du live. Warte ein bisschen. Und dann, oh mein Gott. Los geht's. Und dann mach ich Raid. Ich hau dann direkt ab, ne? Weißt du Bescheid. Ich hau dann direkt ab, wenn der Raid bei dir ist. Natürlich. So, ich drück jetzt mal einmal auf Absenden. Ja, sollte passieren. Ich bin gespannt. Chat. Ja, muss ja klappen. Aber ich kann das jetzt hier nicht beeinflussen, wie lang das dauert. Das wird gleich wahrscheinlich auch